976 Hamburg Tower, was ist los? Wollt ihr wieder bummeln? Keine Angst, Captain. Diesmal kommt von eurer eigenen Flugeinsatzleitung. Ihr sollt was mitnehmen nach München. Irgendwas Besonderes, einen halben Passagier oder sowas. Furchtbar eilig, sagen sie. Over. Geht's denn eigentlich? Eine Niere muss ganz schnell nach München, wird heute Nacht noch verpflanzt. Als dann. Und damit ist das, was... Ach, Fräulein Gilles, wollen wir mal nachsehen, wer da am Heiligen Sonntag reingeschneit kommt. Schneien ist gut. Wir arbeiten heute... Nur ein paar Minuten. Fertig. Das ging ja schnell. Gott sei Dank. Bis morgen sehen Sie mich nicht wieder. Schönen Sonntag. Auch so, Frau Natschi.
Tag, Herr Donnerf. Tag, Chef. Alle an Betrieb heute bei Ihnen. Wieso denn? Urgenter Hochhaus. Doch, er ist zufällig da, gerade hereingekommen. Moment, ich stelle durch ins Computerzentrum. Das. Gegen 16.33 Uhr werden wir in einer Konferenzschaltung auf die Spielestabe Hamburg-Heider SV. Tut mir leid, er meldet sich nicht. Vielleicht versuchen Sie es später nochmal. Na und? Was hätte ich davon? Es ist mir doch ganz egal. Nicht doch. Es hilft doch keinem von uns. Bitte nicht. Vielleicht überlege ich mir. Agente Hochhaus. Ach so, ja, ich versuch's nochmal. Nee, woanders kann er nicht sein. Ja, also gut, warten Sie, ich geh mal nachsehen. Herr Tondorf! Herr Tondorf! Herr Tondorf! Hallo! Höchstens 2 Stunden. Was hat er in der Hand? Diagnosen. Ein Computerprotokoll. Angebot Nierentransplantat Freitag. Es war vorgestern. Nach Feststellung Gewebeverträglichkeit an Professor Becker in München vermittelt. Der Computer hier dient als europäische Organbank. Unter anderem natürlich nur. Er vermittelt Organe aus frischen Leichen an Leute, deren Leben nur durch eine Organverpflanzung zu retten ist. Biegler. Wimmel. Man hat mich angerufen. Der hier ist allerdings nicht mehr frisch genug. Kann man nicht mal in Ihr Büro gehen?
Der Computerzettel, den er in der Hand hatte, hat Ihr Chef eigentlich ganz allein entschieden, wer diese Sachen da kriegt? Diese Innereien, die euch da angeboten werden? Geht bisher fast nur mit Nieren. Ach so. Und wer hat's entschieden? Entscheiden tut der Computer. Er hat also auch Medizin studiert. Das braucht er nicht. Ist eine rein technische Angelegenheit. Wenn die Daten zwischen Nierenempfänger und Nierenspender stimmen, dann ist der Fall gelaufen. Wie ist denn das mit Angebot und Nachfrage? Ich weiß nicht genau. 1 zu 50, glaube ich. Auf jeder angebotene Niere kommen also 50 Leute, die eine brauchen. Hm. Dann ist Ihre Rechenmaschine also der liebe Gott. Schmeckt Ihnen das nicht? Dafür haben wir ja auch einen Aufsichtsrat. Wer ist denn das? 6 Persönlichkeiten ohne Fehl und Tadel. Gesundheitsbehörde, Kirche, Ärzte, Kammer, Gewerkschaft und noch 2. Und die werden jedes Mal gefragt, wenn der Computer eine Niere zu vergeben hat? Sollten, aber praktisch lässt sich das gar nicht machen. Denen genügt's, wenn sie hinterher eine schöne Statistik kriegen. Also doch, Dorndorf. Wenn er hier der Chef war, wie übernimmt denn jetzt hier den Laden? Sie? Das glaube ich nicht. Die werden irgendwen von der Zentrale schicken. Noch zu jung, was? 24 genau. Aber es müssen ja überall so alte Knacker hin. Hat Tondorf Sie eigentlich ein bisschen gefördert? Hatten Sie engere Beziehungen zu ihm? Ich hätte ganz gern welche gehabt, aber er wollte nicht. Warum denn nicht? Ja, ich glaube, wir waren ein bisschen schwul. Ja oder nein? Ich war nicht dabei. Ich weiß nur eins. In der letzten Zeit, da war er anders als früher. Er telefonierte mehr, ging mehr aus, war oft deprimiert. Oft auch albern wie ein Baby. Hat er Feinde? Mich bestimmt nicht. Wo waren Sie heute Nachmittag? Im Bett. Leider Gottes allein. Wieso leider? Wegen des Alibis, deshalb fragen Sie doch. Was macht er hier denn sonst noch so? 1000 Sachen. Gehaltslisten, Auswertung von Reihenuntersuchungen, Hochrechnungen, Hafengeschichten, diese Organverpflanzungen. Die Informationsmenge eines 20-bändigen Lexikons in einer einzigen Sekunde. Und so schnell kann doch gar keiner fahren. Allerdings, wenn Sie darauf hinaus wollen, etwas mehr Zeit hatte Tonovs Mörder schon, wenn er sich Informationen beschaffen wollte. Das kann doch aber nicht jeder. Natürlich nicht, das können nur Experten. Hm. Verdröhnen Sie nicht ein bisschen Ihre Zeit? Statt dass Sie Fingerabdrücke suchen oder was man sonst so liest? Dafür habe ich meine Leute. Hier bitte. Fräulein Gilles hat doch drüben ihren Platz. Sie ist mittags gekommen und gleich in die Garage gefahren. Bei mir leuchtet dann oben am Tisch dieses rote Licht auf, also ging ich nachsehen. Ja, ich habe den Fahrstuhl gestoppt, der nach oben fuhr. Ach, Sie sind's, habe ich gesagt, oder sowas. Ja, ich habe noch zu arbeiten, sagte sie. Und sonst geht's gut, ja, und dann war sie schon wieder weg nach oben. Und Tondorf? Na, hören Sie bloß auf, mir zittern jetzt noch die Knochen, als er plötzlich da lag und tot war. Ja, ich wundere mich, dass der die ganze Zeit den Hörer nicht abnimmt. Feiertags, da bin ich nämlich hier auch Telefonzentrale, wissen Sie. Ja, und schließlich gehe ich nachsehen. Ja, seit dem Krieg habe ich keine erschossene Leiche mehr sehen müssen. Sagen Sie, wann ist Tondorf ins Haus gekommen? Als Fräulein Gilles noch da war, oder? Nein, nachher, sage ich doch. Sie war gerade wieder weg. Und als Tondorf dann ins Haus kam, hat er mir hier in Hanau noch guten Tag gewünscht, ja, und ich ihm auch. Ja, wer konnte denn ahnen, dass so etwas passieren würde? Also jedenfalls, sie war schon weg, als er ankam. Scheiße. Sollen wir hochkant? Also 12 Etagen zu Fuß. Sind Sie das, Jill? Ich bin schon im Bett. Ich gehe auch gleich schlafen. Gute Nacht, Frau Herzog. Gute Nacht.
Mit der Aussage des Portiers ist diese Jill aus dem Schneider. Hübsches Mädchen, nicht? Und Expertin, mein Lieber. Nee. Außer dem Computer selbst ist hier niemand aus dem Schneider. Versuch dir noch mal vorzustellen, was die Leute mit so einem Ding alles machen können. Also davon verstehe ich überhaupt nichts. Ja, da wirst du es lernen müssen. Ohne Computer kriegen wir hier den Mörder nicht. Ja? Wir kriegen da gerade eine Gasvergiftung, Herr Trimmel. Hansastraße 9, eine gewisse Jill Biegler. Und ich dachte, wo wir dieselbe Dame heute von zu Hause abholen mussten auf ihre Anordnung. Ist das hier bei Biegler? Umgekehrt. Frau Biegler wohnt bei mir. Ich bin Frau Herzog. Hier, bitte. Sie stören hier. Kriminalpolizei. Ja, und wenn? Sie sehen doch selbst. Kommt sie durch? Wahrscheinlich. Aber verdammt noch mal... Gas, was? Das riechen Sie doch. Ich kann Ihnen das erklären, Gottes arme Mädchen. Also, das war der Badeofen. Ich habe ihn abgestellt und habe das Wasser abgedreht. Was? Der Badeofen. Da kam doch das Gas raus. Und dann lag da dieser schwarze Handschuh. Haben Sie ihn angefasst? Um Gottes Willen, Herr Kommissar. Also, ich reime mir das so zusammen. Als Jill ins Bett ging, da ist jemand ins Bad gekommen und hat die Flamme ausgedreht. Und dann hat er ein Handtuch um die Brause gewickelt und hat wieder voll aufgedreht. Und wegen der Fingerabdrücke, da hat er schwarze Handschuhe angehabt. Und einer davon... Bisschen abenteuerlich, was? Ja, woher soll der Handschuh denn sonst kommen? Kleinen Moment noch. Ja. Sagen Sie mal, kann man heutzutage überhaupt noch einen mit Gas umbringen? Nö, vergift nicht. Kann höchstens was explodieren. Im Stadtgas ist heute kaum noch Gift. Da müssen Sie vorher schon Schlaftabletten schlucken und dann den Kopf in die Backröhre stecken oder sowas. Das ist eine Gasvergiftung. Bringen Sie sie mal vorsichtshalber ins Krankenhaus. Sie hat vermutlich Schlaftabletten genommen. Wahrscheinlich eine oder zwei. Ganz harmlose Dinger. Aber in der Kombination schlimmer als das ganze Gas. Trotzdem sollte sie vorsichtshalber ein paar Tage ins Krankenhaus. Man kann ja nicht wissen. Aber wieso kommt da eigentlich sofort die Kripo? Also meine wichtigste Zeugin ist in einem anderen Fall. Mord. Und jetzt sieht das hier auch noch nach Mordversuch aus. Na, dann würde ich mal auf mich selber aufpassen. Machen. Ja. Sie ist eingefallen wegen Tondorf. Lassen sich vom Computer mal die Daten über Professor Lachnitz geben, hier in Hamburg. Über Nierenverpflanzung. Umlage, bitte. Schade um den Jungen. Es hätte keinen Zweck mehr gehabt. Professor, da ist jemand von der Polizei. Was will denn der? Ziemlich fertig. Die Operation ist jetzt zu Ende. Er kommt dann gleich.
Lach nicht. Trimmel. Bitte sehr. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Nehmen Sie auch ein. Sie arbeiten noch eng mit der Organbank im Hamburger Computerzentrum zusammen, Herr Professor. Von Anfang an, ja. Und wann zuletzt? Heute Morgen. Gerade jetzt, ich komme gerade aus dem OP. Sie meinen, Sie haben eben aus einer Leiche eine Niere rausgenommen? Natürlich, wie denn sonst? Kann man die Leiche mal sehen? Natürlich. Aber warum? Nur so. Bitte? Dieser Mann ist bei einem Arbeitsunfall auf der Werft tödlich verletzt worden. Wo sind denn die Nieren hingekommen? Heute in die Uniklinik in Hamburg. Sonst geht's weiter und entsprechend hektischer. Aus Ihrem Krankenhaus sind in den vergangenen Monaten 12 Mal lebensfrische Nieren angeboten und über Computer weitergeleitet worden. Mit diesen hier 13. Sind Sie deswegen hergekommen? Nein. Wegen Tondorf, beziehungsweise wegen seiner Leiche. Herr Tondorf ist tot? Er ist sogar ermordet worden. Irgendjemand mochte ihn nicht mehr leiden. Vermutlich einer, der viel mit ihm zu tun hatte. Ich hatte viel mit ihm zu tun. Wenn Sie es selbst sagen. Sie liegen an der Spitze aller deutschen Kliniken und Krankenhäuser, die über den Hamburger Computer Nieren angeboten haben. Ich habe mich bisher um solche Rekorde nicht gekümmert. Können Sie mir trotzdem Ihre auffällige Vorliebe für Nierenverpflanzung sagen? Ich verpflanze keine Nieren. Ich löse sie aus den Körpern Verstorbener und stelle sie für die Rettung des Lebens anderer Menschen zur Verfügung. Ist das sehr einträglich? Ich bekomme mein Geld vom Land Hamburg genau wie Sie, Herr Kriminalrat. Hauptkommissar. So ist das weniger. Warum hat man mir im Computerzentrum Ihren Namen genannt, als ich nach Verdächtigen fragte? Bei mir geht es primär um die Entnahme von Organen frisch Verstorbener. Das ist mein Job. Wenn Sie wollen, meine Berufung. Ich pflege nun geduldig zu warten, bis es dem Herrgott oder wem auch immer gefällt, den mir anvertrauten Ehrenbürger endgültig abzuberufen. Völlig klar. Allerdings habe ich immer wieder gesagt, sogar in der Öffentlichkeit, dass ich die Richtlinien über den Eintritt des klinischen Todes für zu eng halte. Und gerade Scheuerlein sollte... Wer ist Scheuerlein? Professor Scheuerlein. Unter anderem Aufsichtsrat für die Organvergabe. Gerade Scheuerlein, habe ich das immer wieder gesagt. Vielleicht haben Sie daher Ihren abstrusen Verdacht. Ich habe bis jetzt weder mit Scheuerlein noch mit sonst jemandem vom Aufsichtsrat gesprochen. Es ist doch so. In diesem Jahr dürften in der Bundesrepublik 100 Nieren verpflanzt worden sein. Aber bei 2000 Menschen wäre eine Verpflanzung lebensrettend gewesen. Es gibt doch künstliche Nieren, Dialyseapparate. Naja, es gibt ein paar hundert, aber es müsste einige tausend geben. Jede dieser Kunstnieren kostet über 30.000 Mark. Und was sind bei uns 90 Millionen, die man brauchen würde, um genügend viele Kunstnieren herzustellen und aufzustellen? Ein paar Starfighter im Zweifelsfall. Wenn Sie das einmal begriffen haben, diesem Punkt bin ich längst am Ende meiner Wissenschaft. Außerdem ist nach 10 bis 12 Jahren die Möglichkeit, Kunstnieren anzuwenden, erschöpft. Dann hilft nur noch die Verpflanzung. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich gut schießen? Ach, Sie glauben, ich gehe auf die Jagd und schieße mir meine Nierenspender zusammen? Ich habe ja nur gefragt. Ich bin Mitglied des Bundes gegen den Missbrauch der Tiere. Die nehmen nicht mal jemanden, der an eine Schießbude geht. Ich kann gar nicht schießen. Ist ja gut, Herr. Und bei Ihren Nierenentnahmen, hatten Sie da eigentlich immer das Einverständnis der... Der Spender? Richtig. Ich kann es Ihnen schriftlich geben. Helfen Sie da manchmal auch ein bisschen nach? In der Regel sind die Leute vernünftiger als Sie mit Ihren Fragen. Ich hätte sogar mal einen Patienten, der gehörte zu einer Sekte, bei der die Leichenöffnung strikt verboten ist. Aber selbst der sagte, wenn ich damit jemandem helfen kann... Bei Ihnen ist also alles vollkommen in Ordnung. In 2 Fällen habe ich es mir nachträglich besorgt. Und in diesem Fall habe ich noch kein Einverständnis. Aber ich werde es mir in den nächsten Stunden beschaffen. Vielleicht komme ich noch mal. Der Kerl ist besoffen.
Mann, sind Sie besoffen? Los, kommen Sie raus, Sie Vollidiot! Oh. Der muss besoffen sein, muss der. Sind Sie verletzt? Sehen Sie doch. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Ich komme da ganz normal angefahren. Auf einmal kommt da einer von vorne, kurft da rechts und links rüber, mir fast direkt vorne drauf. Oh, Verzeihung. Wieso? Was denn passiert, Hauptkommissar? Weiß nicht. Vielleicht hat mir jemand an der Lenkung rumgefummelt. Steuer drehte plötzlich ins Leere. Lassen Sie den Wagen auf jeden Fall untersuchen. Ja. Sollen wir Sie nicht doch lieber ins Krankenhaus fahren? Kann ich leider nicht. Wenn wir hier fertig sind, fahren Sie mich ins Computerzentrum. Urgenda Hochhaus, habt ihr einen dringenden Termin? Steigen Sie bitte ein, Herr Kommissar. Also der sagt, er aber hätte... Aber im Grunde sagt er doch gar nichts, meine Herren. Na, da bin ich aber ganz anderer Ansicht, Herr Jülich. Ich bin sogar der Ansicht, dass die Polizei hier an einer Hypothese strickt, die bei all ihrer Absurdität die Fundamente unserer Arbeit erschüttern könnte, falls sie jemals an die Öffentlichkeit käme. Man stelle sich aber vor... Aber der Mann tut doch nur seine Pflicht. Unsere Aufgabe, meine Herren. Und ich finde es gut, dass ich unsere Runde aus diesem Anlass einmal vollzählig ansprechen kann. Unsere Aufgabe wird es sein, ihm klarzumachen, dass es sich hier um eine... Wir lassen bitten. Mein Name ist Trimmel. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Professor Scheuerlein. Das ist Herr Staatssekretär Jabunk vom Bundesgesundheitsministerium. Herr Oberkirchenrat D. Dr. Jülich. Herr Grams vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Frau leitende Regierungsdirektorin Thienemann von der Hamburger Behörde für Gesundheit. Und Herr Rechtsanwalt Dr. Sauer. Ich bitte meine kleine Verspätung zu entschuldigen. Ich hatte einen kleinen Autounfall. Sie sind nicht der einzige Punkt auf unserer Tagesordnung, Herr Trimmel. Also was liegt an? Ein Mord, das wissen Sie. Und in einem solchen Fall ist die Polizei verpflichtet, sich alle nur erreichbaren Informationen zu beschaffen. Bin Ihnen deshalb sehr dankbar, dass sich die Gelegenheit hier ergeben hat. Sie sagten, Sie hätten den nach unserer Ansicht absurden Verdacht, bei der Vergabe von Organen durch den Computer sei möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugegangen? Sie formulieren das etwas überspitzt. Tatsächlich gibt es eine Anzahl von Verdachtsmomenten in dieser Richtung. Als da wären... Herr Tondorf, seine Leiche trug ein Computerprotokoll über eine Organverpflanzung in der Hand. Es hätte auch ein Protokoll über den Kreideverbrauch der Hamburger Schulen sein können, denke ich. Auf dem Protokoll in der Hand der Leiche war ein Professor Becker erwähnt. Einer unserer fähigsten Urologen und Chirurgen. Mit einer Privatklinik. Der einzigen Klinik, die außerhalb einer Universität Nieren verpflanzt hat. Ich kenne Becker persönlich. Er ist ein besessener Arzt, über jeden Zweifel erhaben. Besessen, sagten Sie? Nun ja, besessen. Darf ich Ihnen vorschlagen, Ihre Goldwaage bei der Prüfung meiner Worte wieder einzupacken und Erklärungen mit größerem Gewicht vorzutragen? Wenn Sie Professor Becker kennen, ist Ihnen sicherlich auch Professor Lachnitz ein Begriff. Lachnitz? Natürlich. Er erwähnte Sie. In welchem Zusammenhang? Sehen Sie, ich bzw. die Ermittlungsbehörde im Fall Tondorf verdächtig haben Professor Becker oder ein Lachnitz ebenso wenig wie Sie oder einen von Ihnen oder mich selbst. Aber es ist doch wohl sicherlich unsere Pflicht, einen Mann aufzusuchen, der als einer der engsten Mitarbeiter dieser Organbank gelten kann. Gewiss, gewiss. Bei meinem Gespräch mit Professor Lachnitz, hatte ich immer den Eindruck, dass er sich mit seiner Meinung nicht ganz im Einvernehmen mit den offiziellen Stellen befindet. Das ist eigenwillig allerdings. Daher kommt wohl also auch mein Name mit ins Spiel. Und daher auch Ihre Theorie. Das ist die Praxis, Herr Professor, die ich hier vortrage. Theorien sehen anders aus. Nämlich? Sie sehen so aus, dass Tondorf verschossen worden ist, weil, ich gebrauche Ihre Worte, bei der Vergabe von Nieren nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Unmöglich. Ganz unmöglich. Sie sehen weiter so aus, dass sowohl Herr Becker als auch Herr Lachnitz in den Verdacht geraten könnten, ich sage könnten, mit solchen Dingen, unregelmäßigen Dingen in Verbindung zu stehen. Das ist schon vom Computer her ganz unmöglich. Die haben doch hinter jedem Arbeitsvorgang einen Kontrollvorgang. So. Wir hatten bisher noch nicht in einem einzigen Fall Grund zur Beanstandung. Sie sanktionieren die Vermittlung durch den Computer aber erst, wenn sie schon erfolgt sind. Ich formuliere es anders. Wir sanktionieren Maßnahmen, die Deutschlands fähigste und gewissenhafteste Fachleute getroffen haben. Das sollte Ihnen genügen, Herr Trimmel. Dann will ich Ihnen aber noch was sagen. Am Abend des Todes von Antondorf wäre die Leiterin seines Rechenzentrums fast einer mysteriösen Gasvergiftung zum Opfer gefallen. Ach. Heute wäre ich um ein Haar zu Tode gekommen, weil mein Auto versagte. Ja, aber wo sehen Sie denn da um Gottes Willen die Zusammenhänge? Ich bin hergekommen, um Sie um Rat zu fragen. Tja, aber bitte gern.
Deshalb sitzen wir ja hier zusammen. Wer war Tondorf? Ein exzellenter Fachmann, hatten wir den Eindruck. Wir raten Ihnen wirklich, aus einer Kette von Zufällen, einer Kette mit allenfalls drei Gliedern, nicht gleich einen Elefanten zu machen. Ich bin Beamter wie Sie, Herr Trimmel. Ich bin der Letzte, der nicht begreifen würde, dass Sie hier Ihre Pflicht tun. Aber ich habe doch den Eindruck, dass Sie sich mit Ihren Theorien etwas übernommen haben. Schließlich sind wir als Aufsichtsorgan ja gerade deshalb eingesetzt worden, um alle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der sogenannten Ersatzteilchirurgie von vornherein auszuschließen. Tag, Frau Wiegler. Mein Name ist Laum, Kriminalpolizei. Na, alles wieder in Ordnung? Herr Trimmel schickt mich. Ich soll Sie ein paar Tage nicht aus den Augen lassen. Junge, da schminken Sie sich am besten gleich ab. Ist doch in Ihrem eigenen Interesse, nach dieser merkwürdigen Geschichte. Gasgeschichte, meine ich. Außerdem will es Herr Trimmel nun mal so. Ich möchte doch mal sehen, ob man einen Menschen gegen seinen Willen beschützen kann. Wie Sie meinen. Hansastraße 9. Unheimlich schön sind die. Wohlbekomm's. Ehrlich, Bertie, du kannst nicht hierbleiben. Wetten doch? Prost. Ich kann es mir nicht leisten, einen zu verstecken, den die Polizei sucht. Und warum nicht? Zum Beispiel, weil draußen schon einer steht. Was sagst du? Ich stehe sozusagen unter Polizeischutz. Habe ich dir einen Gefallen getan oder nicht? Ja, sicher, aber... Tust du mir jetzt einen Gefallen oder nicht? Erstens, Jill, du weißt genau, ich kann im Moment nirgendwo anders hin. Und zweitens, was kann mir Besseres passieren, als dass du jetzt eine Leibwache hast von der Polizei? Wenn sie mich erst recht nicht hier suchen. Soll ich die hier dreimal am Tag füttern? Was soll ich meiner Wirtin sagen? Was ist, wenn ich verhört werde wegen Tondorf? Dann lügst du einfach. Mit der Alten habe ich übrigens schon geredet. Ich mach, was du willst. Ich bin müde. Ich komme schließlich aus dem Krankenhaus und muss ins Bett. Komm gleich mit. Teppich kannst du schlafen. Was ich mit dir eingelassen habe. Notgemeinschaft. Spurstange und Lenkstockhebel sind miteinander verschraubt. Ja, habe ich. Ach, und genau da fehlt die Schraube. Aha. Ja, schönen Dank auch, dass ihr es so schnell untersucht habt. Da war eine Schraube locker an Ihrer Lenkung. Bei hoher Geschwindigkeit ist sie dann von selbst abgefallen. Wann waren Sie denn zuletzt in der Inspektion? Letzte Woche. Ja, die Werkstatt? Habe ich seit Jahren. Bin immer gut bedient worden. Komisch ist das ja. Erst der Computermord, dann der Mordversuch an dem Mädchen, dann das hier. Der Mann von unserer Werkstatt meint, es sei auf diese Art leicht möglich, in ein paar Sekunden unter ihren Wagen zu kriechen und ihnen das Ding so zu drehen, dass sie später damit zusammenkrachen. Ja. Wollen Sie sich nicht für eine Weile eine Pistole umhängen, Chef? Sag mir lieber noch mal den Zettel, den Tondorf in der Hand hatte. Hier. Nierentransplantat an Professor Becker. Aber schon ein Zeitungsfoto von ihm aufgetrieben. Großer Name in der deutschen Chirurgie. Und ein besessener Arzt, haben Sie gesagt. Wer? Im Aufsichtsrat. Vielleicht haben Sie ja recht. Vielleicht haben Sie ja überhaupt recht. Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, die bilden sich nur ein, sie wissen alles. Meinen Sie nicht, man sollte den Bäcker mal besuchen? Übrigens eine Privatklinik mit allen Schikanen. Eisen bildet, was? Na, immerhin hat der Bäcker seine Nieren über den Computer von Tondorf bezogen, Mensch. Bäcker hat sie bezogen, Lachnitz hat sie geliefert. Besorgt mal alles über die Patienten, und zwar von beiden. Die Nierenspender oder die Empfänger? Alle. Du kümmerst dich um die Empfänger und du siehst mal zu, was bei den Spendern rauskommt. Und von wegen Verreisen, dafür gibt's Amtshilfe.
Schwesterherz. Fertig? Natürlich. Aber eine Zigarette können wir schon noch rauchen. Du weißt doch genau, dass du nicht rauchen sollst. Nicht rauchen, nicht trinken. Wo steckt eigentlich Berti? Du hast Sorgen. Als ob es nichts anderes gäbe gerade jetzt. Weiß man schon was über Tondorfs Nachfolger? Komm, lass uns gehen. Wendisch heißt er. Wer ist denn das? Ein Mann aus der Zentrale. Jahre geht das jetzt so. Jede Woche. Ich tue es gern, Helena. Manchmal möchte ich einfach Schluss machen. Red doch nicht so. Du musst gut reden. Außerdem ist Berti doch bei dir, gib's doch zu. Richt dich nicht auf. Du meinst, wenn ich schon kaputt in Nieren, dann brauche ich auch nichts mehr fürs Herz. Du, der ist nichts fürs Herz. Aber für dein Bett, ne? Ja, zum Teufel ist bei mir, dieser. Ich würde ihn dir auf dem silbernen Tablett servieren, wenn ich könnte. Ich würde dir doch nie freiwillig einen Mann wegnehmen. Was soll ich machen, wenn er sich bei mir vor der Polizei versteckt, nachdem sie ihn bei dir fast erwischt hätten? Verbrein gut auf für mich. Warum kriege ich nicht einfach neue Nieren, damit diese ewige Dialyse aufhört? Ich tue, was ich kann. Glaubst du, mir hat Spaß gemacht mit Tondorf ins Bett? Ich begreife das nicht, dass ich immer noch nicht dran sein soll. Dass in der ganzen Zeit keine für mich dabei gewesen sein soll. Du weißt, die geben mir nicht mehr lange. Ich weiß es eben. Diesen Wendisch. Ja, hast du den schon mal gesehen? Mhm. Wie sieht er denn aus? So ein Wunderknabe eben. Ich werde es schon machen, ich habe es dir doch versprochen. Es steht hinten in deinem Wagen. Pass auf, dass es nicht umfällt. Und vergiss nicht, bei der Reinigung vorbeizugehen. Also tschüss, bis morgen. Ich kann es nicht wieder gut machen. Ich auch nicht, Helena. Wende Lexikon in einer Sekunde, hat sie gesagt. Da muss doch endlich mal was für uns abspringen. Das ist ein Modell, das können Sie direkt befragen. Wir arbeiten hier mit Mikrofonen, ganz neue Sache, die gerade ausprobiert wird. Hört er denn auf jeden? Das gerade nicht. Ich kann Ihnen bei der Formulierung der Fragen behilflich sein. Darf ich bekannt machen? Unser neuer Chef, Herr Wendisch, Herr Trimmel von der Kriminalpolizei. Scheußliche Sache. Tondorfer, einer unserer besten Leute. Ich bin noch nie so ungern befördert worden. Ich stehe natürlich in jederlei Hinsicht zur Verfügung. Was kann man denn überhaupt fragen? So ziemlich alles. Von der Molekularberechnung bis zu allen werktätigen Hamburgern beispielsweise. Wenn Sie bei der Stadt arbeiten. Das kann doch schon der bessere Karteikasten. Fragen Sie doch mal nach der durchschnittlichen Herzschlagfrequenz aller Hamburger. Morgen sind Sie 36. Bei Glattreis zum Beispiel. Bist du werktätig? Karl, kurz in Form, Name. Krumbach, Karl, Richard, Otto, Max, Bach, wie Bach. Stopp, Mensch. Was hast du denn? Was geht denn das die Leute an? Die paar Piepen, die ich verdiene. Du Seelchen. Schalten Sie doch mal auf euren medizinischen Sektor. Da brauche ich nicht deswegen zu schalten. Dann fragen Sie, ob der Organverpflanzer Professor Becker in München was mit dem Organlieferanten Professor Lachnitz zu tun hat. Call Kurzinform und Correlate, Name Lachnitz, Name Becker. Wollen Sie erst einzeln? Ja. Lachnitz Helmut, verheiratet, Professor Medizin, Behörde für Gesundheit, Chefführer Kombat Lehnberg, Monatseinkommen, freie Vereinbarung, 6.000 Brutto, Nierentransplantat bereitgestellt am... Stopp, da kennen wir schon. Dann Becker. Becker Friedrich Wolfram, 54, Professor der Medizin, Chirurg München, Gauti, Nierentransplantat erhalten am... Stopp, kennen wir auch schon. Correlate, Name Becker, Name Lachnitz. Richtig so? Mhm.
Friedrich Wolfram Becker am 20. Juli 72 eine Lachnitz angebotene Niederhaltung und erfolgreich verpflanzt. Sachbearbeiter Computerzentrum Hamburg, Direktor Jakob Tondorf. Tondorf selbst? Was ist denn daran komisch? Ist eigentlich nicht sein Shop. Oder? Nee, eigentlich meiner. Oder einer der Kollegen hätte. Ach. Dann fragen Sie doch mal nach Tondorf. Oder halt, Kohl kurz in Form Name Biegler. Was heißt hier einzeln? Da haben wir offenbar zwei. Wusste ich gar nicht. Specify. Helene Biegler, 28, Dialysepatientin, Schwesterleiterin, Rechenzentrum Hamburg, Computerzentrum, Anwartschaft, Nierentransplantat, dringlich, Gewebestruktur 23-14-Berta-Minus. Was für eine Struktur? Repeat last information. Welche Struktur hatte die von Lachnitz angeboten und von Becker verpflanzte Niere? Die letzte, meine ich. Last Transplantat, Becker via Lachnitz. 23-14-Berta-Minus, 23-14-Berta-Plus. Wusste ich gar nicht, dass Jill eine kranke Schwester hat, die bei uns gespeichert ist. Wir wussten es auch nicht. Hat eure Jill aber Glück gehabt. Trotzdem, mal, Johnny ist ein verdammt guter Zeuge. Ach, wollen Sie mal eine Partie Mühle mit ihm spielen? Nee, danke. Sobald wir hier fertig sind, will ich wissen, ob diese Helena Auto fahren kann. Und ob sie ihrer Schwester vielleicht ein bisschen ähnlich sieht. Wieso? Wegen 23-14-Berta-Minus. Wegen was? Weil sie auch eine Niere braucht. Und weil mir diese Jill einfach und so wasserdichtes Alibi hat. Sie meinen, die Mädchen könnten am Sonntag beide in der Garage gewesen sein? Mahlzeit, darf man? Gott sei Dank, dass es heute keine sauren Nieren gibt. Mensch, benimm dich. Jedenfalls stecken da mehr dahinter als nur einer. Also bisher ist das bei dem Lachnitz mit den Spendern anscheinend alles ganz in Ordnung. Aber jetzt habe ich da eine Geschichte aufgerissen, da gehe ich nachher noch hin. Trauer heißen die Leute. Stinkreich, Millionäre, glaube ich. Millionäre? Hm? Ja. Ja, da ist irgendwas Komisches mit der Erbfolge. Da könnte der Lachnitz vielleicht ein bisschen mit dran gedreht haben. Ich glaube, in der Richtung könnten wir Boden unter die Füße kriegen. Warum kauft sich einer was? Weil er was braucht. Warum kauft sich einer was für teures Geld? Weil er was ganz dringend braucht. Habt ihr euch schon mal überlegt, was einer für eine lebensfrische neue Niere zahlen würde, wenn seine alte kaputt ist? Sie meinen, da hat der Tondorf ganz schön am Drücker gesessen? Ja. Der und andere auch. Also mit dir ist das klar, du gehst morgen noch zu dem Brauer. Der Brauer, das ist eine Witwe. Ja, jedenfalls bleibst du dem Lachnitz auf der Spur. Herr Lauben soll morgen noch mal zu der Jüll reingehen. Wir müssen uns auch um die Gasgeschichte kümmern. Und ich fahre, glaube ich, doch mal nach München. Guck mir diesen Professor Becker aus der Nähe an. Reisen bildet nämlich. Kohlkopf. Du, mir ist was eingefallen. Du bist ganz sicher, dass der Tondorf deine Schecks immer nur in der Schweiz eingelöst hat. Ja. Dann ruf doch einfach mal bei dieser Schweizer Bank an. Sag, du bist von der Polizei. Dann siehst du ja, ob die der Polizei Auskunft geben. Meinst du wirklich? Sie haben Auskunft. Schweizerische Bank und Kreditverein Ausländerabteilung, Sie wünschen? Grüß Gott, ich hätte gerne eine Auskunft. Ja. Eigentlich haben wir schon Dienstschluss, aber warum handelt es sich denn? Also die Sache ist die. Ein gewisser Jakob Tondorf unterhält bei Ihnen ein Konto. Darauf ist vor einigen Tagen vermutlich ein Scheck über 100.000 Mark eingegangen. Und zwar ausgestellt von einem gewissen Professor Becker in München. Ja, mit wem spreche ich denn eigentlich? Mit der Kriminalpolizei in München. Es ist dringend. Ja, aber dann müssten Sie doch wissen, dass Sie auf diesem Wege keinerlei Auskunft über unsere Klienten bekommen. Damit habe ich nicht gesagt, dass Herr Tondorf... Tondorf. Ja, dass Herr Tondorf überhaupt Klient bei uns ist. Und wenn ich nach Zürich komme und mich ausweisen würde? Nein, Sie würden eine sinnlose Reise unternehmen. Guten Abend. Es geht um Mord. Aufgelegt. Die 100.000 sind wir offenbar los, Gott sei Dank. Wenn er aber den Scheck noch in der Tasche hatte, als er ermordet wurde. Das glaube ich nicht. Dazu war der viel zu wild auf Geld. Dann können Sie dir also höchstens noch über den Computer draufkommen. Der hat nur die Transplantate und das allein genügt nicht.
Da können Sie sich zwar wundern, aber mehr nicht. Nee, viel mehr Sorgen macht mir im Augenblick der Munk. Ja, bitte? Herr Munk, ich habe eben noch mal eine ganze Reihe von Telefongesprächen geführt. Im Augenblick ist einfach nichts drin. Natürlich sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben. Sie wissen ja, dass ich das täglich ändern kann, ne? So? Dann reden wir mal Tachles. Was meinen Sie denn bloß? Ich habe Sie gestern und vorgestern schon nicht verstanden. Sie haben mich ganz genau verstanden. Und wenn es dann sein muss, werde ich Ihnen auch einen Namen nennen. Bitte? Arno Schilling. War sterbenskrank. Er hat voriges Jahr eine neue Niere von Ihnen gekriegt und seitdem geht's ihm prächtig. Na? Haben Sie mal was von ärztlicher Schweigepflicht gehört? Ah. Für mich gibt's keine Schweigepflicht. Wir sind dicke Freunde, Schilling und ich. Nur wenn Sie wissen, dass es ihm gut geht, dann... Ja, sehr gut. Und zwar für eine 500.000. Sie sollen nicht rauchen. Ich biete Ihnen doppelt so viel. Hören Sie, Munk, Sie sind Geschäftsmann. Vielleicht sehen Sie deshalb alles nur unter finanziellen Aspekten. Aber darum geht es gar nicht. Und im Übrigen bin ich Ihnen auch gar keine Rechenschaft schuldig. Nur woher soll ich das Transplantat nehmen? Bei Arno Schilling haben Sie es auch gewusst. Ach, unter ganz anderen Umständen. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Erpressung? Das können Sie nennen, wie Sie wollen. Ich kann es nicht mehr. Und wenn Sie mir 10 Millionen zur Verfügung stellen würden, es geht nicht. Ach, das finde ich aber interessant. Ist Ihr Lieferant pleite? Nein. Tot. Ja. Dann müssen Sie sich wohl was anderes einfallen lassen. Mein Name ist Petersen, ich bin von der Polizei. Frau Bauer persönlich? Ja. Guten Tag, Gnefrau. Guten Tag. Es tut mir unendlich leid, dass ich Sie stören muss. Es geht um Ihren verstorbenen Gatten. Also, es geht um Ihren verstorbenen Gatten. Ihm ist doch, es tut mir aufrichtig leid, davon sprechen zu müssen, ihm ist doch nach seinem Tode von Professor Lachnitz seine Niere entnommen und anderweitig verpflanzt worden. Beide Nieren. Ich bin beauftragt, ne Frau, die Angehörigen aller Verstorbenen, denen bei Professor Lachnitz Nieren entnommen worden sind, zu befragen, ob das mit Ihrem Wissen und Einverständnis geschehen ist. Ich war einverstanden. Wann, ne Frau? Ich war einverstanden, aber ich hatte mich in dieser ersten Aufregung nicht sofort entschließen können. Vielleicht können Sie sich vorstellen, in welcher Verfassung man ist, wenn man plötzlich die Nachricht von einem so gut wie tödlichen Autounfall seines Mannes bekommt. Natürlich, Gnefrau. Zumal Sie an derselben Zeit auch noch von einem weiteren Schicksalsschlag betroffen wurden. Wollen Sie nicht sagen, worauf Sie hinaus wollen? Ungern, aber wenn Sie darauf bestehen. Sie wussten doch sicher, dass zu dem Zeitpunkt, wo Ihr Mann verunglückte, Ihr Schwager Berthold an einen Herzinfarkt niederlag. Von dem er sich dann ja leider auch nicht mehr erholt hat. Ja, das wusste ich. Aber woher wissen Sie das eigentlich? Und warum interessiert sich die Polizei für solche doch sehr privaten Dinge? Ich habe mich im Krankenhaus umhören müssen, Gnefrau. Es fällt mir wirklich schwer, Gnefrau, aber haben Sie nicht vielleicht Ihr Einverständnis zur Nierenentnahme von der Bedingung abhängig gemacht? Ihr Mann müsse noch einige Tage leben bleiben. Warum sollte ich? Ich habe mich da nun etwas umgetan. Ihr Schwiegervater ist doch Henry Brauer. Sicher?
Reederei Brauer und Co. Ja. Jahresumsatz 146 Millionen. Henry Brauer ist sehr betagt. 82, wenn ich irre. Wer wird Henry Brauer eines Tages beerben? Vermutlich doch wohl Sie, wie die Dinge jetzt liegen. Nachdem mit Hilfe von Professor Lachnitz Ihr Mann seinen letzten Atemzug zwei Tage später als sein Bruder getan hat. Haupterben sind meine Kinder, Henrys Enkelkinder. Ihr Schwager hatte keine Kinder? Nein, aber seine Frau wird einen Pflichtteil bekommen. Da gibt es keinen Pflichtteil. Oder versteht sich Ihre Schwägerin mit Ihrem Schwiegervater besonders gut? Sie können sich nicht ausstehen. Tja. Sehen Sie, Gnefa, und da muss ich eben nun doch noch mal fragen. Sie wissen doch sicher, dass Ihr Gatte eigentlich sofort nach dem Unfall tot war und nur noch künstlich beatmet wurde. Wollen Sie mir auch noch unterstellen, ich hätte Lachnitz für diesen Dienst Geld gegeben? Also, wenn ich ehrlich bin, und ich bin immer ehrlich, bei den Summen, die hier im Spiel waren... Ein unerfreuliches Gespräch. Aber ich will auch ehrlich sein. Ich hätte Lachnitz Geld geboten, wenn ich mir etwas davon versprochen hätte. Aber Lachnitz ist nicht der Mann... Was haben Sie denn versprochen? Die Nieren meines Mannes. Sie haben also tatsächlich mit Professor Lachnitz über diesen Punkt gesprochen? Deswegen sind Sie extra hergekommen? Aber Sie können doch... Wollen Sie doch nicht lieber Ihren Rechtsanwalt... Wozu? Ich habe nichts Strafbares getan, sondern den Professor gebeten, das Leben meines Mannes so lange wie möglich zu erhalten. Ich habe ebenfalls nichts Strafbares getan, als ich dem Professor erlaubte, die Nieren meines Mannes zu entfernen, wenn es doch zu Ende gehen sollte. Dass das Ganze zufällig mit einer günstigeren Erbfolge für meine beiden Kinder, Konrads und meine Kinder, zusammentraf, das hätte mein Mann an meiner Stelle genauso getan. Was soll ich mir jetzt einen Rechtsanwalt nehmen? Er würde die Sache nur unnütz hochputschen und das Ganze würde ausgehen wie Hornberger Schießen. Ich habe mir gedacht, ich erzähle Ihnen das alles. Dann ist die Sache am ehesten ausgestanden. Für mich, meine Kinder, die Familie und für meinen Mann. Da könnten Sie recht haben. Leider. Guten Tag, Frau Herzog. Mein Name ist Laum. Ich hätte gerne Frau Biegler gesprochen. Die ist nicht da. Ja, dann hätte ich Sie ganz gern mal gesprochen. Wer sind Sie denn überhaupt? Kriminalpolizei. Ach so. Kommen Sie rein. Es geht noch mal um den schwarzen Handschuh bei dieser Gasgeschichte mit Frau Biegler. Können Sie mir nicht mal zeigen, wie er genau lag? Da können wir jetzt aber schlecht rein. Wieso? Sie hat Besuch. Sie ist nicht da, aber sie hat Besuch. Wen denn? Ach so, ja, aber ich kann ja trotzdem kurz mal reingucken. Hallo? Machen Sie doch auf. Das ist ein Herr von der Polizei, der will nur im Bad was nachgucken. Mensch, mach keinen Unsinn. Ich will doch gar nichts von dir. Was hat denn der? Du komm doch erstmal da runter. Machen Sie keinen Scheiß und kommen Sie da runter. Haben Sie einen Ausweis dabei? Hab keinen. Ein Führerschein, irgendwas? Hab keinen. Bahnhof, Gepäckschalter. Bin gestern erst angekommen. Das stimmt nicht. Er ist schon ein paar Tage hier. Und außerdem geht er nie aus dem Haus. Mhm. Tja, wenn Sie nicht mal einen Ausweis haben, dann müssen Sie wohl mal mitkommen. Na los schon. Ja, mal langsam. Wiedersehen, Frau Herzog. Wiedersehen. Oh, halt!
Polizeimeister über 100 Meter. Merkt ihr das? Komm. Kein Zweifel, das ist er. Berthold Weyer, genannt Berti, aktives Mitglied einer roten Zelle. Haftbefehl wegen Anschlag mit Sprengsatz auf die Hochbahn. Auch damals die Proteste wegen der Fahrpreiserhöhung zur Fahndung ausgeschrieben. Wieso wird er jetzt von der Mordkommission angeliefert? Bei den Brüdern weiß man nie. Meinst du jetzt die roten Zellen oder meinst du die Mordkommission? Also er ist es. Das ist der Blindentun für den Ohrmalmkoch. Die paar Knallkörper von den Jungen. Weißt du was? Den werden wir uns mal vornehmen. Am besten gehen wir mit ihm hin in die U-Bahn. Wegen sowas wollen Sie Ihr Flugzeug verpassen? Was haben wir mit dem Jungen eigentlich zu schaffen? Das war doch höchstens grober Unfall. Erstens war es mindestens Transportgefährdung. Zweitens kannst du nie wissen. Warum versteckt er sich ausgerechnet bei der Jill? Na, München komme ich auch morgen noch. Los, hol ihn dir mal. Bin schon friedlich. Habt ihr mal ein Stück Dings? Darf ich mal? Ja. So, mach mal damit vor. Also, das ist der Knallfrosch. Von hier gingen die Kabel nur hier lang. Ich stand da hinten hinter dem Vorsprung. Und wie dann der Zug kam, da habe ich direkt vor ihm gezündet. Es gab einen heiden Lärm. Ah, Splitter. Dann stand der Zug. Stimmt das? Da habe ich nur noch gemacht, dass ich schnell wegkam. Es war alles nur eine Demonstration wegen den Fahrpreisen, Mensch. Ja, ja, so war's. Und was war mit dem hier? Was soll denn mit dem sein? Aber den haben wir damals hier gefunden. Ja. Werde ich ihn wohl verloren haben dabei. Und wo ist der andere abgeblieben? Weiß ich doch nicht. Ist ja auch nicht weiter wichtig. Aber Chef, das ist doch der auf dem Badezug. Woher kennen Sie eigentlich die Jill? Durch Ihre Schwester. Helena? Ja, Helena. Hat mal eine Weile mit ihr geschlafen, wo sie noch nicht so krank waren. Also schlafen Sie mit Jill? Chef, das ist doch meine Sache. Ja, völlig klar. Sagen Sie mal, haben Sie eine Ahnung, wer das bei Jill mit dem Jas gemacht haben könnte? Also wenn Sie mich meinen, Chef, dann sind Sie unlogisch. Entweder ich schlafe mit Jill oder ich habe sie vergiftet. Müssen Sie schon entscheiden. Ja, ja. Fräulein Biegler, bitte. Fräulein Biegler. Tag, die Herren. Welche Freude. Wir sollen Sie schön grüßen. Danke, von wem? Von Berti. Er konnte leider nichts mehr bei Ihnen aufräumen, bevor er mit uns zur U-Bahn ging. Hören Sie, ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Er hat sich fast gewaltsam bei mir einquartiert. Hat er Sie auch vergewaltigt? Das ist eine hübsche Art von Humor. Also, wenn ich das mal festhalten darf. Den Tondorf wollten Sie, der hat er aber nicht. Den Berti wollten Sie nicht, aber der hat. Richtig so? Kannten sich die beiden eigentlich? Hauen Sie doch ab. Woher kennen Sie ihn denn? Wen? Berti natürlich. Aus einer Kneipe. Sehen Sie? Und das stimmt eben nicht. Wenn Sie es besser wissen? Ja, seit heute. Und seit heute glaube ich Ihnen zum Beispiel auch Ihre Gasgeschichte mit dem wunderschönen schwarzen Handschuh nicht mehr so ganz. Hier darf nicht geraucht werden. Auch nicht geschossen. Und so weiter. Wann wäre eigentlich Ihre Schwester mit einer Nierenverpflanzung an der Reihe gewesen? Haben Sie es endlich auch rausgekriegt? Ja, habe ich. Bloß es reimt sich alles nicht zusammen, was? Ich gebe Ihnen mal einen ganz heißen Tipp. Mafia. Denken Sie mal drüber nach. Das tue ich. Kopfschmerzen? Ja, zum Teufel. Niemals fluchen, weitersuchen. Schwester kommt heute wohl nicht mehr. Soll ich Ihnen lieber doch ein Taxi bestellen? Ja, es wäre besser. Danke.
Es ist bald vorbei. In 10 Minuten sind wir in München. Bin noch nie gern geflogen. Soll ich Ihnen nicht vielleicht doch was zu trinken bringen? Verdammt nochmal. Nein. Entschuldigung. Moin. Morgen. Wollen wir mal, ne? Na, Frau Blätter, wie geht's uns denn heute? Naja. Bitte schön. Mein Name ist Trimmel. Ich möchte Professor Becker sprechen. Oh, das ist schlecht. Der Professor macht gerade Visite. Dann warte ich eben. Ja, aber um was geht's denn, Herr Trimmel? Ich bin Kriminalbeamter. Ich habe ein paar Fragen an Professor Becker. Oh. Lassen Sie das. Ich warte. Soll ich nicht doch mal? Nein! Ja, 12. So, nun holen Sie mir mal ganz schnell. Da ist Trimmel. Kripo Hamburg. Becker. Kommen Sie bitte mit. Nehmen Sie Platz, Herr Trimmel. Herr Trimmel. Sie sehen so. Was ist mit Ihnen? Ist Ihnen nicht gut? Danke, es geht. Also, was führt Sie zu mir? Ich leite die Ermittlungen in einem Mordfall. Ich bin hier. Sie sind aber nicht aus dieser Gegend. Ich habe ja gesagt, ich komme aus Hamburg. Der Fall, um den es geht, ist der Fall eines gewissen Jakob Zondorf, Computerfachmann. Sie haben ihn noch gekannt. Was? Ja. Der Gute ist tot? Dann tun Sie doch so scheinheilig. Können wir vorstellen, dass Sie sogar froh sind, dass er tot ist. Wir haben vorzüglich mit dem Hamburger Computerzentrum zusammengearbeitet. Ja, geschmiert haben Sie. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Ach, wissen Sie, uns Ärzten kommt so viel Unrat auf den Tisch. Sie hätten doch auf normalem Weg mit Ihrer Privatklinik nie auch nur eine Einzelniere gekriegt. Ich glaube, davon verstehen Sie nicht genug. Kaum eine große Universität hat so viel gekriegt wie Sie. Ist Ihnen nicht gut? Was haben Sie denn da? Sie haben Tondorf geschmiert, auf Teufel komm raus. Und der ist bestimmt immer unverschämter geworden mit seinen Forderungen. Eine Frage, Herr Trimmel. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, und das ist ja nicht ganz leicht, dann freue ich mich darüber, dass meine beste Kuh gestorben ist. Geschlachtet, Herr Professor! Geschlachtet! Geschlachtet! Tondorf ist erschossen worden. Ach, und da meinen Sie ich? Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Einen sehr berühmten Mann, der eine Menge zu verlieren hat. Und deshalb habe ich Ihrer Ansicht nach Herrn Tondorf erschossen. Sie selbst sicher nicht. Also dann erschießen lassen. Sie sind nicht bei Verstand. Raus. Machen Sie sofort, dass Sie rauskommen! Der Computer hat!
Meyers, sofort. Bitte sofort zum Chef. Geben Sie mir sofort eine Verbindung mit der Neurochirurgie, Professor Linz. Herrn Professor Linz, bitte für Professor Becker, dringend. Sehen Sie sich das an. Typisch unnatürlich geweitete Pupillen. Wahrscheinlich Folge von einer Schädelverletzung. Bereiten Sie sofort ein Arteriogramm vor. Wenn der uns bloß nicht unter den Händen stirbt. Wer ist denn das eigentlich? Ein Polizist aus Hamburg, kam rein und fiel um. Hallo, Herr Linz. Becker. Scott, Herr Kollege. Kommen Sie um Himmels Willen sofort zu mir raus. Ich kriege hier Besuch und der Mann fällt plötzlich um. Epidurales Hämatom, vermute ich. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall transportfähig. Ja, ich habe alles hier zur Operation. Intervall? Ja, natürlich. Vor 2 Minuten, abrupt abgebrochen. Ja, danke. Wir bereiten alles vor. Dem gebe ich nur noch 2 Stunden. Hm? Tun Sie doch was! Bereiten Sie den OP vor, bis Professor Linz hier ist. Wir können den Mann doch nicht verrecken lassen! Den nicht einfach sterben lassen. Zwei Stunden die Hirnblutung nicht erkannt. Niemand hätte dir was vorwerfen können. Du bist schließlich kein Neurologe. Aber Arzt. Deutschlands jüngster Medizinprofessor. 5 Lehrstühle ausgeschlagen. Stolz wie Oscar, die Frau hat's ja. Dabei Europas beste Privatklinik für Urologie. Präsident von was weiß ich allem. 3 Lehrbücher, Standardwerke, Mitglied des Ehrengerichts der Ärztekammer. Und jetzt? Nur weil du ihn nicht hast sterben lassen. Ich würde es wieder so machen. Jedenfalls bist du jetzt dran. Spätestens, wenn er wieder gesund ist. Und dann mach du mal irgendjemandem klar, dass es dir dabei nicht doch ums Geld ging. Eben. Ich habe mal versprochen, dich nie zu verlassen. Und? Es bleibt dabei. Nein, damit haben wir nichts zu tun. Da sind Sie an der falschen Stelle. Ja, natürlich. Ja, bitteschön. Tag, Herr Präsident. Guten Tag, Herr Präsident. Da ist ein Fernschreiben aus München gekommen. Trimmel ist was passiert. Den haben Sie den ganzen Kopf aufgemacht. Wissen Sie was davon? Er hatte vor ein paar Tagen einen Autounfall, hat sich aber nicht weiter drum gekümmert. Naja, jedenfalls geht's um Leben und Tod. Sie fliegen sofort nach München, Krombach, und kümmern sich um ihn. Ja, gestatten Sie. Sagen Sie mal, was macht der eigentlich in München? In der Mordsache Tundorf, Herr Präsident. Ach, richtig, da wollte ich sowieso mit ihm sprechen. Übrigens, da hat mich die Thienemann angerufen von der Gesundheitsbehörde. Seid ihr da nicht ein bisschen weit gegangen? Ich meine, mit eurer Idee vom Riesenkomplott. Also, gute Reise und schöne Grüße. Dankeschön, Herr Präsident. Auf Wiedersehen, Herr Präsident.
den Festil. Was hat er gesagt? Der fantasiert. Halt ihn ganz fest. Ruhig, Chef. Ganz ruhig, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja alles gut. Danke, die haben sich umgebracht. Was? Seine Frau auch. Beide. Festhalten. Chef. Herr Professor Becker und seine Frau sollen sich umgebracht haben. Was? Bleiben Sie mal hier und gehen Sie bloß nicht aus dem Zimmer. Klarer Fall von Doppelselbstmord. Ich wäre da nicht so voreilig. Da haben sich gerade bayerische Kollegen schon mal ganz schön in die Nesseln gesetzt. Ja, richtig, Frau Grüne. Auf jeden Fall ein ziemlich friedlicher Tod, scheint's. Herr Oberinspektor. Sind Sie der Doktor? Das ist ein Beamter. Ich komme aus Hamburg, Kriminalhauptmeister Krombach. Ach, Kollege, wer hat denn Sie da hergeholt? Wir sind sowieso schon hier. Ah, verstehe ich nicht. Wir haben da in Hamburg einen Mordfall, wo Professor Becker als Zeuge dienen konnte. Vielleicht sogar Verdächtiger. Und da wildern Sie einfach in unserem Revier. Was sind Sie, Hauptmeister? Ich kann Ihnen alles erklären. Ein unglücklicher Zufall nach dem anderen. Meyers, ich bin der Oberarzt von Professor Becker. Grüß Gott, Herr Doktor. Warum macht er das? Darf ich mal? Ja. Es besteht der Verdacht, dass er sich Nierentransplantate auf nicht ganz legale Weise verschafft hat. Wir waren ihm, soweit ich unterrichtet bin, ziemlich dicht auf der Spur. Wie können Sie sowas sagen? Dass man da so alles nebenbei hört. Ich sagte doch schon, ich will Ihnen alles erklären, Herr Oberinspektor. Ich glaube das nicht. Und das soll ein Motiv für Mord und Selbstmord sein? Becker hat Millionen gehabt. Wenn der wirklich was Krummes gedreht hat, dann hätte er doch längst das ganze Zeigel verkauft und ins Ausland gehen können. Becker? Die Klinik hätte er nie aufgegeben. Auch nicht, wenn dahinter sehr viel mehr steckt. Nämlich Mord und Totschlag. Mindestens eine ganz dicke Erpressung. Vielleicht darf ich Sie daran erinnern, dass Ihr Chef längst tot wäre ohne Becker. Obwohl er, wie Sie sich einbilden, ihm ziemlich dicht auf der Spur war. Bitte nichts verändern, Herr Doktor. Er war ein fanatischer Arzt. Wenn wirklich etwas von dem stimmt, was hier behauptet wird, dann hat er es deshalb getan, aus keinem anderen Grund. Sinnlos. Aber um Ihnen das klarzumachen... Was ist denn eigentlich mit mir los? Sie hatten eine kleine Operation, aber es ist alles prima gegangen. Wo bin ich denn, Schwester? In München. Mensch, wo kommst du denn her? Chef, na geht's wieder? Ich soll auch schön grüßen von allen. Und wo kommst du her? Also im Moment gerade aus dem Arbeitszimmer von Professor Becker. Was denn? Tja, der ist tot. Was hast du gesagt? Tja, der ist tot und seine Frau auch. Wer war's denn? Er selber. Ach nee. Tja, da kommen wir im Moment nicht viel weiter. Nee. Müsst ihr euch eben die anderen noch mal vornehmen. Was wissen Sie über Professor Becker aus München? Ich sage nicht mal, wie spät es ist, bis Sie mir sagen, warum Sie mich hierher geschleppt haben. Erst einmal wegen Berti. Was hat Berti mit diesem Professor Dingster zu tun? Becker. Das sollen Sie uns erzählen. Irgendwie seid ihr nicht dicht. Was wissen Sie über Professor Becker aus München? Zum Teufel, hat mit unserem Computerzentrum zusammengearbeitet, die eine oder andere Niere gekriegt. Ganz normal. Bloß weil er nur eine Privatklinik hatte? Da hat Tondorf gesagt, er ist besser ausgerüstet als manche Uniklinik. Sie haben also mit Tondorf über Becker gesprochen? Sag mal, Jungs, wer verhörten mich hier eigentlich? Sie haben gewusst, dass Tondorf mit Becker faule Geschäfte macht? Hat er das? Warum wollte man sie umbringen, als Tondorf tot war? Ist doch sonnenklar. Da hat der Mörder geglaubt, ich wüsste mehr, als ich weiß. Mhm. Und Sie meinen nicht, dass es zufällig Berti war? Quatsch. Der will doch nur mit mir schlafen. Das kann doch schlecht, wenn ich tot bin. Hat er mir einen schwarzen Handschuh mitgebracht? Der da im Badezimmer. Moment. Woher wissen Sie das? Weiß ich nicht. Das habe ich gehört. Das weiß ich nicht. Vielleicht von Frau Herzog. Die werden mir schon noch fragen. Darauf können Sie sich verlassen. Bis dahin kann ich ja dann wohl nach Hause gehen. Wollen Sie nicht wenigstens Berti noch guten Tag sagen? Das wäre aber eine Freude. Kommen Sie mal bitte. Tag, Jill. Wie geht's? Tag, Berti. Na, du lebst ja noch. Naja. Können Sie uns nicht mal einen Moment allein lassen? Ich habe schon seit ein paar Tagen keinen Mann mehr angefasst. Also, Herr Weyer, unser Chef ist dieser Tage mit dem Auto verunglückt. Mit Karacho von der Straße. So ein richtiges kleines Attentat. Was ist wohl, wenn er jetzt stirbt?
Dann gibt's wohl einen Mord mehr in der Geschichte. Was hat denn das mit uns zu tun? Mit Ihnen könnte ich mir vorstellen, eine ganze Menge. Quatsch. Weiß nicht mehr, was für ein Wagen der fährt. Und selbst wenn. Warum sollte ich ihm deine Schraube losgedreht haben? Halt. Woher wissen Sie, dass es eine Schraube war? Wie soll ich ihn denn mit Karacho von der Straße bringen, wenn ich ihn nicht an der Lenkung rummache? Ja, und? Fräulein Biegler, was hatten Sie eigentlich für eine Jacke an, als Tondo verschossen wurde? Gar keine, da war ich im Bett. Was soll denn das schon wieder? Sie waren doch an dem Tag noch im Büro. Was hatten Sie da für eine Jacke an? Ich glaube, mein Herr, ein Duffelcoat, wieso? Geben Sie mal Ihr Autoschlüssel. Petersen, schicken Sie mal fix jemanden rüber. Los, fahren wir mal alle zusammen in die Garage. Sie bleiben hier. Was soll denn das? Ja, sag mal, verstehe ich auch nicht. Guck dir mal die Haare. Guten Tag. Sie kümmern sich bitte um das Mädchen. Ja. Komm mit. War prima. Hattest du Schwierigkeiten? Nö. Mach ihn mal los. Und Sie machen jetzt keine Zicken und ziehen das Ding hier mal an. Na los. Zurück. Da rein. Kostümfeste Hamburger Polizei, wa? Passt. Sieh mal einer an. Komm, nimm mir mal die Kette. Und ihr könnt schon rausgehen. Los, steigen Sie ein. Also von hier haben Sie damals gesehen, wie Fräulein Biegler wegfuhr. Ja, da vom Tisch aus, wo mein Kollege steht. Da übersehe ich immer alles. Wer sitzt drin? Ihr Kollege. Quatsch, ich meine, wer fährt? Fräulein Biegler natürlich. Nein, das ist ja gar nicht Fräulein Biegler. Kennen Sie den Mann? Nie gesehen. Volltreffer. Nehmen wir wieder die Kette. Was? Volltreffer. Nein, danke. Haben Sie neue Haare? Hast du eine Zigarette für mich? Moment, das könnte euch so passen, was? Wie lange haben Sie eigentlich schon lange Haare? War das vielleicht Ihre Idee? Mir gefällt. Außerdem möchte ich jetzt endlich nach Hause. Oder wenigstens was zu essen. Essen's dir den zu. Wirst du das bitte veranlassen? Ja. So, und jetzt reden wir Fraktur. Wollen Sie noch eine einzige Sekunde abstreiten, dass Sie den Tondo verschossen haben? Natürlich. Wollen Sie mir dann bitte erklären, warum Sie sich mit Hilfe des jungen Herrn Weyer ein Alibi aufgebaut haben? Hab ich das? Ja, Sie haben. Sie sind in die Garage gefahren, am Portier vorbei nach oben. Nach 5 Minuten am Portier vorbei wieder runter. Haben dem Weyer ihre Jacke angezogen. Und der ist als Fräulein Biegler aus der Garage rausgefahren.
Und Sie sind wieder nach oben. Ziemlich mühsam, 12 Etagen zu Fuß. Oh ja. Und dann habe ich Ihrem Oberkollegen auch noch die Schraube losgedreht am Auto. Wie hat sie rumgekriegt? Niemand hat mich rumgekriegt. Lass sie doch, Bert. Die Geschlechtsverkehr ist doch kein Staatsverbrechen. Oder ist das für Sie ein Beweis, dass ich den ein paar Mal rangelassen habe? Ach, geh doch mal einen Moment mit ihr raus. Was soll denn das? Lassen Sie schon, Bert. Pass mal auf, Junge. Nimm mal Platz. Die kann ja nun unheimlich clever reden. Aber du weißt doch genauso gut wie wir, dass euch das nichts benutzt. Der Fall ist doch völlig klar. Das Einzige, was dir noch nützen kann, ist, kommst du wegen Mittäterschaft dran oder warst du nur Helfer? Moment, bitte bleiben Sie raus. Ja, aber ich weiß, da hat sich jetzt gerne. Bestellt. Kommen Sie gleich wieder. Dankeschön. Entweder kriegst du lebenslänglich oder kommst du ganz billig weg. Hättet ihr das denn zu entscheiden? Nee, der Richter. Aber du auch. Also, ich habe wirklich nicht gewusst, was das Ganze sollte. Bis ich am nächsten Tag eine Zeitung gelesen habe, dass der Tondorf tot ist. Ja, natürlich. Na also. Du Scheißkerl, du dreckige, widerliche Kleinmutter! Rennen! Tja, das wär's ja denn wohl, Fräulein Biegler. Warum kriege ich denn das alles erst jetzt zu wissen? Der Doktor hat's nicht erlaubt. Heute hat er sogar noch gemeckert. Ja, hat er ja ganz schön gemacht. Man kann dich also auch mal allein lassen. Mach mal weiter. Warum haben Sie Tondorf getötet? Haben Sie mal einen Chef wie Tondorf, der Nieren für teures Geld verhökert und eine Schwester, deren Leben davon abhängt, ob sie eine neue Niere kriegt? Wenn Sie es wussten, warum haben Sie ihn dann nicht unter Druck gesetzt? Das habe ich ja versucht. Alles habe ich versucht. Ich liebe meine Schwester. Ich habe mir nicht mal eine eigene Wohnung geleistet. Und Tondorf, der wusste das alles und hat trotzdem eine Niere teurer verschoben als die andere. Und mir hat mir gesagt, es ist keine dabei für Helena. Aber so viel verstehe ich auch noch von Gewebestruktur. Und als er wieder eine hatte, da bin ich hier. Stopp mal. Gibt's denn überhaupt so viele Nieren mit derselben Gewebestruktur? Richtig, ja. Das muss gar nicht dieselbe sein. Nur so ähnlich wie möglich. Da haben wir damals einen Denkfehler gemacht, weil wir es nicht genau gewusst haben. Das Ding am Computer mit der Bertha. 23-14-Bertha minus oder plus wäre egal gewesen. Wäre beides gegangen. Weiter. Die Pistole auf die Brust gesetzt. Buchstäblich. Hab's zum letzten Mal versucht. Da habe ich gemerkt, von dem kriege ich nie eine. Hat mich die ganze Zeit nur verschaukelt. Zigarette? Unter Druck setzen konnte ich ihn auch nicht. Ich hätte mir nichts nachweisen können. Aber sogar wir haben doch am Computer rausgekriegt, dass da was mit der Nierenvergabe nicht stimmte. Glauben Sie doch nicht. Glauben Sie doch bloß nicht, dass Sie diese Informationen gekriegt hätten, wenn Tondorf noch gelebt hätte. Was meinen Sie, warum der da so oft sonntags da war? Schluss. Dann hat sie geschossen. Sie hat insgeheim gehofft, dass sie Chefin würde, wenn Tondorf tot ist. Und wenn nicht, dass sie in der Zeit, in der sich der Neue einarbeitet, die Niere für Helena requirieren kann. Muss Helena denn sterben? Tja, Chef. Dann mal weiterhin gute Besserung. Ach, übrigens. Sie sollten sich eine neue Werkstatt suchen für Ihr nächstes Auto. Das Ding mit Ihrem Unfall war kein Attentat, war deutsche Wertarbeit. Die haben bei der letzten Inspektion die Schraube einfach vergessen. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Ich habe lange überlegt, ob ich Sie mal anrufe. Hallo? Ich höre. Ja, Sie sind ja nun der Nachfolger von Herrn Tondorf. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ja. Danke. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim Thema.
Ich meine, die Nachfolge von Herrn Tondorf. Vielen Dank für den Glückwunsch, Herr Munk. Herr Munk, ich verstehe Sie nicht so ganz. Ja, wenn ich etwas deutlicher werden darf. Hallo? Bitte. Sehen Sie, ich bin bis jetzt Patient bei Professor Becker gewesen, wegen der neuen Niere. Dringend, wissen Sie. Aber Professor Becker, der ist ja nun leider tot. Und Sie wissen vielleicht so gut wie ich, dass zwischen Herrn Tondorf und Herrn Becker ausgezeichnete Beziehungen bestanden. Ich glaube, Herr Munk, es ist besser, wir beenden dieses Gespräch. Guten Abend. Herr Wendisch, bitte legen Sie nicht wieder auf. Ich bin ein schwerkranker Mann. Herr Wendisch, gehen Sie nicht so um mit mir. Hören Sie mal, Herr Munk. Wenn ich nicht wüsste, in welcher Lage Sie sind, hätte ich doch schon früher aufgelegt. Mein Leben hängt dran, Herr Wendisch. Ich schwöre es Ihnen. Und ich gebe alles dran. Verstehen Sie, Herr Wendisch, alles. Mal ganz abgesehen von der moralischen Seite. Herr Munk. Ich gehe zugrunde, da können Sie doch nicht von Moral reden. Mal abgesehen von der moralischen Seite. Da sind ja wohl Professor Becker und Herr Tondorf schon früher an ihren allzu guten Beziehungen zugrunde gegangen. 1 Million. Herr Wendisch. Hören Sie doch auf mit Ihrer Million. Hören Sie doch auf mit Ihrem Geld. Lesen Sie mal Zeitung. Da steht jeden Tag drin, dass sich immer mehr Leute Organspenderpässe geben lassen. Und je mehr Computerzentren es gibt, und wir haben hier doch schon den dritten. Mann, Ihre Chancen sind doch gar nicht so schlecht. Die werden doch von Tag zu Tag besser. Kann ich doch nur lachen, wenn ich lachen könnte. Von Tag zu Tag. Ich brauche heute eine neue Niere und nicht übermorgen. Glauben Sie, dass das Spaß macht, wenn ich Sie anrufe? Herr Wendisch, hören Sie mich? Ja. Herr Wendisch, ich komme mal nach Hamburg. Wir müssen da persönlich drüber reden. Bitte. Ich kann Sie nicht hindern, nach Hamburg zu kommen. Nächsten Dienstag. Ich kann Sie nicht hindern. Abgemacht.
Schneider 76 nach München. Ihr könnt noch keine Starterlaubnis kriegen. Ihr müsst noch warten. Over. Hier ist 976 Hamburg Tower. Was ist los? Wollt ihr wieder bummeln? Keine Angst, Captain. Diesmal kommt von eurer eigenen Flugeinsatzleitung. Ihr sollt was mitnehmen nach München. Irgendwas Besonderes, einen halben Passagier oder sowas. Furchtbar eilig, sagen sie. Over. Wie geht's denn eigentlich? Eine Niere muss ganz schnell nach München, wird heute Nacht noch verpflanzt. Dann. Und damit ist das, was... Ach, Fräulein Jill, wollte noch mal nachsehen, wer da am heiligen Sonntag reingeschneit kommt. Schneien ist gut. Bearbeiten heute? Nur ein paar Minuten. Fertig. Das ging ja schnell. Gott sei Dank. Bis morgen sehen Sie mich nicht wieder. Schönen Sonntag. Ach so, von der Jill. Tag, Herr Donndorf. Tag, Chef. Alle an Betrieb heute bei Ihnen. Wieso denn? Urgenter Hochhaus.
Doch, er ist zufällig da, gerade hereingekommen. Moment, ich stelle durch ins Computerzentrum. Das. Gegen 16.33 Uhr werden wir in einer Konferenzschaltung auf die Spielesperre Hamburg-Heider SV. Tut mir leid, er meldet sich nicht. Vielleicht versuchen Sie es später nochmal. Na und? Was hätte ich davon? Es ist mir doch ganz egal. Nicht doch. Es hilft doch keinem von uns. Bitte nicht. Vielleicht überlege ich mir. Agenta Hochhaus. Ach so, ja, ich versuch's nochmal. Nee, woanders kann er nicht sein. Ja, also gut, warten Sie, ich geh mal nachsehen. Herr Tondorf! Herr Tondorf! Ja, die Werkstatt? Habe ich seit Jahren, bin immer gut bedient worden. Komisch ist das ja. Erst der Computermord, dann der Mordversuch an dem Mädchen, dann das hier. Der Mann von unserer Werkstatt meint, sei auf diese Art leicht möglich, in ein paar Sekunden unter Ihren Wagen zu kriechen und Ihnen das Ding so zu drehen, dass Sie später damit zusammenkrachen. Ja. Wollen Sie sich nicht für eine Weile eine Pistole umhängen, Chef? Sag mir lieber noch mal den Zettel, den Tondorf in der Hand hatte. Hier. Nierentransplantat an Professor Becker. Aber schon ein Zeitungsfoto von ihm aufgetrieben. Großer Name in der deutschen Chirurgie. Und ein besessener Arzt, haben Sie gesagt. Wer? Im Aufsichtsrat. Vielleicht haben Sie ja recht. Vielleicht haben Sie ja überhaupt recht. Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, die bilden sich nur ein, sie wissen alles. Meinen Sie nicht, man sollte den Bäcker mal besuchen? Übrigens eine Privatklinik mit allen Schikanen. Eisen bildet, was? Na, immerhin hat der Bäcker seine Nieren über den Computer von Tondorf bezogen, Mensch. Bäcker hat sie bezogen, Lachnitz hat sie geliefert. Besorgt mal alles über die Patienten, und zwar von beiden. Die Nierenspender oder die Empfänger? Alle. Du kümmerst dich um die Empfänger und du siehst mal zu, was bei den Spendern rauskommt. Und von wegen verreisen. Dafür gibt's Amtshilfe. Tach. Tach, Schwesterherz. Fertig? Natürlich. Aber eine Zigarette können wir schon noch rauchen. Du weißt doch genau, dass du nicht rauchen sollst. Nicht rauchen, nicht trinken. Steckt eigentlich Bertie? Du hast Sorgen. Als ob es nichts anderes gibt, gerade jetzt. Weiß man schon was über Tondorfs Nachfolger? Komm, lass uns gehen. Wendisch heißt er. Wer ist denn das? Ein Mann aus der Zentrale.
Jahre geht das jetzt so. Jede Woche. Ich tue es gern, Helena. Manchmal möchte ich einfach Schluss machen. Red doch nicht so. Du hast gut reden. Außerdem ist Bertie doch bei dir, gib's doch zu. Richte dich nicht auf. Du meinst, wenn ich schon kaputt in Nieren, dann brauche ich auch nichts mehr fürs Herz. Du, der ist nichts fürs Herz. Aber für dein Bett, ne? Ja, zum Teufel ist bei mir, dieser. Ich würde ihn dir auf dem silbernen Tablett servieren, wenn ich könnte. Ich würde dir doch nie freiwillig einen Mann wegnehmen. Was soll ich machen, wenn er sich bei mir vor der Polizei versteckt, nachdem sie ihn bei dir fast erwischt hätten? Verwein gut auf für mich. Warum kriege ich nicht einfach neue Nieren, damit diese ewige Dialyse aufhört? Ich tue, was ich kann. Glaubst du, mir hat Spaß gemacht mit Tonnaff ins Bett? Ich begreife das nicht, dass ich immer noch nicht dran sein soll. Dass in der ganzen Zeit keine für mich dabei gewesen sein soll. Du weißt, die geben mir nicht mehr lange. Ich weiß es, Helena. Hast du diesen neuen, diesen... Wendisch. Ja, hast du den schon mal gesehen? Mhm. Wie sieht er denn aus? So ein Wunderknabe eben. Ich werde es schon machen, ich hab's dir doch versprochen. Steht hinten in deinem Wagen. Pass auf, dass nicht umfällt. Und vergiss nicht, bei der Reinigung vorbeizugehen. Also tschüss, bis morgen. Ich kann es nie wieder gut machen. Ich auch nicht, Helena. Bände Lexikon in einer Sekunde, hat sie gesagt. Da muss doch endlich mal was für uns abspringen. Das ist ein Modell, das können Sie direkt befragen. Wir arbeiten hier mit Mikrofon, ganz neue Sache, die gerade ausprobiert wird. Hört er denn auf jeden? Das gerade nicht. Ich kann Ihnen bei der Formulierung der Fragen behilflich sein. Darf ich bekannt machen? Unser neuer Chef, Herr Wendisch, Herr Trimmel von der Kriminalpolizei. Scheußliche Sache. Tondorfer, einer unserer besten Leute. Ich bin noch nie so ungern befördert worden. Ich stehe natürlich in jederlei Hinsicht zur Verfügung. Was kann man denn überhaupt fragen? So ziemlich alles. Von der Molekularberechnung bis zu allen werktätigen Hamburgern beispielsweise. Wenn Sie bei der Stadt arbeiten. Das kann doch schon der bessere Karteikasten. Fragen Sie doch mal nach der durchschnittlichen Herzschlagfrequenz aller Hamburger. Morgen sind 7:36 Uhr. Bei Glattreis zum Beispiel. Bist du werktätig? Karl, trotzdem Form, Name. Krumbach, Karl, Richard Otto, Max Bach, wie Bach. Stopp, Mensch. Was hast du denn? Was geht denn das die Leute an? Die paar Piepen, die ich verdiene. Du Seelchen. Schalten Sie doch mal auf euren medizinischen Sektor. Da brauche ich nicht deswegen zu schalten. Dann fragen Sie, ob der Organverpflanzer Professor Becker in München was mit dem Organlieferanten Professor Lachnitz zu tun hat. Call Kurzinform und Correlate, Name Lachnitz, Name Becker. Wollen Sie erst einzeln? Ja. Lachnitz Helmut, verheiratet, Professor Medizin, Behörde für Gesundheit, Chefchirurg Hamburg Lehnberg, Monatseinkommen, freie Vereinbarung, 6.000 Brutto, Nierentransplantat bereitgestellt am... Stopp, da kennen wir schon. Dann Becker. Becker Friedrich Wolfram, 54, Professor der Medizin, Chirurg München, dort die Nierentransplantat erhalten. Dann... Stopp, kennen wir auch schon. Korrelet, Name Becker, Name Lachnitz. Richtig so? Mhm. Friedrich Wolfram Becker am 20. Juli 72 eine Lachnitz angebotene Niere erhalten und erfolgreich verpflanzt. Sachbearbeiter Computerzentrum Hamburg, Direktor Jakob Trindorf. Trindorf selbst? Was ist denn daran komisch? Ist eigentlich nicht sein Job. Oder? Nee, eigentlich meiner. Oder einer der Kollegen hätte. Ach. Dann fragen Sie doch mal nach Trindorf. Oder halt, Kohl, kurz in Form Name Biegler. Was heißt hier einzeln? Da haben wir offenbar zwei. Wusste ich gar nicht. Specify. Helene Biegler, 28, Dialysepatientin, Schwesterleiterin, Rechenzentrum Hamburg, Computerzentrum, Anwartschaft, Nierentransplantat, dringlich, Gewebestruktur 23-14-Berta-. Was für eine Struktur? Repeat last information. Welche Struktur hatte die von Lachnitz angeboten und von Becker verpflanzte Niere? Die letzte meine ich. Last Transplantat, Becker via Lachnitz. 23-14-Berta-, 23-14-Berta-. Wusste ich gar nicht, dass Jill eine kranke Schwester hat, die bei uns gespeichert ist. Wir wussten es auch nicht. Hat eure Jill aber Glück gehabt. Trotzdem, Johnny ist ein verdammt guter Zeuge. Ach, wollen Sie mal eine Partie Mühle mit ihm spielen? Nee, danke. Sobald wir hier fertig sind, will ich wissen, ob diese Helena Auto fahren kann. Und ob sie ihrer Schwester vielleicht ein bisschen ähnlich sieht. Wieso?
Wegen 23-14-Pataminus. Wegen was? Weil sie auch eine Niere braucht. Und weil man diese Jill einfach und so wasserdichtes Alibi hat. Sie meinen, die Mädchen könnten am Sonntag beide in der Garage gewesen sein? Mahlzeit, darf man. Gott sei Dank, dass es heute keine sauren Nieren gibt. Mensch, benimm dich. Jedenfalls stecken da mehr dahinter als nur einer. Also bisher ist das bei dem Lachnitz mit den Spendern anscheinend alles ganz in Ordnung. Aber jetzt habe ich da eine Geschichte aufgerissen, da gehe ich nachher noch hin. Brauer heißen die Leute. Stinkreich, Millionäre, glaube ich. Millionäre? Ja. Ja, da ist irgendwas Komisches mit der Erbfolge. Da könnte der Lachnitz vielleicht ein bisschen mit dran gedreht haben. Herr Tondorf? Hallo. Höchstens 2 Stunden. Was hat er in der Hand? Diagnosen. Ein Computerprotokoll. Angebot Nierentransplantat Freitag. Es war vorgestern. Nach Feststellung Gewebeverträglichkeit an Professor Becker in München vermittelt. Der Computer hier dient als europäische Organbank. Unter anderem natürlich nur. Er vermittelt Organe aus frischen Leichen an Leute, deren Leben nur durch eine Organverpflanzung zu retten ist. Biegler. Schwemmel. Man hat mich angerufen. Der hier ist allerdings nicht mehr frisch genug. Kann man nicht mal in Ihr Büro gehen? Der Computerzettel, den er in der Hand hatte, hat Ihr Chef eigentlich ganz allein entschieden, wer diese Sachen da kriegt? Diese Innereien, die euch da angeboten werden? Geht bisher fast nur mit Nieren. Ach so. Und wer hat's entschieden? Entscheiden tut der Computer. Er hat also auch Medizin studiert. Das braucht er nicht. Ist eine rein technische Angelegenheit. Wenn die Daten zwischen Nierenempfänger und Nierenspender stimmen, dann ist der Fall gelaufen. Wie ist denn das mit Angebot und Nachfrage? Ich weiß nicht genau. 1:50, glaube ich. Auf jeder angebotene Niere kommen also 50 Leute, die eine brauchen. Hm. Dann ist Ihre Rechenmaschine also der liebe Gott. Schmeckt Ihnen das nicht? Dafür haben wir ja auch einen Aufsichtsrat. Wer sind das? 6 Persönlichkeiten ohne Fehl und Tadel. Gesundheitsbehörde, Kirche, Ärzte, Kammer, Gewerkschaft und noch 2. Und die werden jedes Mal gefragt, wenn der Computer eine Niere zu vergeben hat? Sollten, aber praktisch lässt sich das gar nicht machen. Denen genügt's, wenn sie hinterher eine schöne Statistik kriegen. Also doch, Tondorf. Wenn er hier der Chef war, wer übernimmt denn jetzt hier den Laden? Sie? Das glaube ich nicht. Die werden irgendwen von der Zentrale schicken. Noch zu jung, was? 24, genau. Aber es müssen ja überall so alte Knacker hin. Hat Tondorf Sie eigentlich ein bisschen gefördert? Hatten Sie engere Beziehungen zu ihm? Ich hätte ganz gern welche gehabt, aber er wollte nicht. Warum denn nicht? Ja, ich glaube, wir waren ein bisschen schwul. Ja oder nein? Ich war nicht dabei. Ich weiß nur eins. In der letzten Zeit, da war er anders als früher. Er telefonierte mehr, ging mehr aus, war oft deprimiert. Oft auch albern wie ein Baby. Hat er Feinde? Mich bestimmt nicht. Wo waren Sie heute Nachmittag? Im Bett. Leider Gottes allein. Wieso leider? Wegen des Alibis, deshalb fragen Sie doch. Was macht er hier denn sonst noch so? 1000 Sachen.
Gehaltslisten, Auswertung von Reihenuntersuchungen, Hochrechnungen, Hafengeschichten, diese Organverpflanzungen. Die Informationsmenge eines 20-bändigen Lexikons in einer einzigen Sekunde. Nun, so schnell kann doch gar keiner fahren. Allerdings, wenn Sie darauf hinaus wollen, etwas mehr Zeit hatte Tonhoffs Mörder schon, wenn er sich Informationen beschaffen wollte. Das kann doch aber nicht jeder. Natürlich nicht, das können nur Experten. Vertrödeln Sie nicht ein bisschen Ihre Zeit? Statt dass Sie Fingerabdrücke suchen oder was man sonst so liest? Dafür habe ich meine Leute. Hier bitte. Fräulein Gilles hat doch drüben ihren Platz. Sie ist mittags gekommen und gleich in die Garage gefahren. Bei mir leuchtet dann oben am Tisch dieses rote Licht auf, also ging ich nachsehen. Ja, ich habe den Fahrstuhl gestoppt, der nach oben fuhr. Ach, Sie sind's, habe ich gesagt, oder sowas. Ja, ich habe noch zu arbeiten, sagte sie. Und sonst geht's gut, ja, und dann war sie schon wieder weg nach oben. Und Tondorf? Na, hören Sie bloß auf, mir zittern jetzt noch die Knochen, als er plötzlich da lag und tot war. Ja, ich wundere mich, dass der die ganze Zeit den Hörer nicht abnimmt. Feiertags, da bin ich nämlich hier auch Telefonzentrale, wissen Sie. Ja, und schließlich gehe ich nachsehen. Ja, seit dem Krieg habe ich keine erschossene Leiche mehr sehen müssen. Sagen Sie, wann ist Tonhoff ins Haus gekommen? Als Fräulein Gilles noch da war, oder? Nein, nachher, sage ich doch. Sie war gerade wieder weg. Und als Tonhoff dann ins Haus kam, hat er mir hier in Hanau noch guten Tag gewünscht, ja, und ich ihm auch. Ja, wer konnte denn ahnen, dass so etwas passieren würde? Also jedenfalls, sie war schon weg, als er ankam. Scheiße. Sollen wir hochkant? Also 12 Etagen zu Fuß. Im Bett. Ich gehe auch gleich schlafen. Gute Nacht, Frau Herzog. Gute Nacht. Mit der Aussage des Portiers ist diese Gilles aus dem Schneider. Hübsches Mädchen, nicht? Und Expertin, mein Lieber. Nee. Außer dem Computer selbst ist hier niemand aus dem Schneider. Versuch dir noch mal vorzustellen, was die Leute mit so einem Ding alles machen können. Also davon verstehe ich überhaupt nichts. Ja, da wirst du es lernen müssen. Ohne Computer kriegen wir hier den Mörder nicht. Ja? Wir kriegen da gerade eine Gasvergiftung, Herr Trimmel. Hansastraße 9, eine gewisse Jill Biegler. Und ich dachte, wo wir dieselbe Dame heute von zu Hause abholen mussten auf ihre Anordnung. Ist das hier bei Biegler? Umgekehrt. Frau Biegler wohnt bei mir. Ich bin Frau Herzog. Hier bitte. Sie stören hier. Kriminalpolizei. Ja, und wenn? Sie sehen doch selbst. Kommt sie durch? Wahrscheinlich. Aber verdammt nochmal. Gas, was? Das riechen Sie doch. Ich kann Ihnen das erklären, Gott, das arme Mädchen. Also, das war der Badeofen. Ich habe ihn abgestellt und habe das Wasser abgedreht. Was? Der Kerl ist besoffen. Mann, sind Sie besoffen? Los, kommen Sie raus, Sie Vollidiot! Der muss besoffen sein, Moment. Muss der. Sind Sie verletzt? Sehen Sie doch. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Ich komme da ganz normal angefahren. Auf einmal kommt da einer von vorne, kurft da rechts und links rüber, mir fast direkt vorne drauf. Oh, Verzeihung. Wieso? Was ist denn passiert, Hauptkommissar? Ich weiß nicht.
Vielleicht hat mir jemand an der Lenkung rumgefummelt. Da will ich natürlich erstmal. Steuer drehte plötzlich ins Leere. Ich muss ja annehmen, dass der Kerl. Lassen Sie den Wagen auf jeden Fall untersuchen. Ja. Sollen wir Sie nicht doch lieber ins Krankenhaus fahren? Kann ich leider nicht. Wenn wir hier fertig sind, fahren Sie mich ins Computerzentrum. Urgenter Hochhaus, habt ihr einen dringenden Termin? Steigen Sie bitte ein, Herr Kommissar. Also der sagte, aber im Grunde sagt er doch gar nichts, meine Herren. Na, da bin ich aber ganz anderer Ansicht, Herr Jülich. Ich bin sogar der Ansicht, dass die Polizei hier an einer Hypothese strickt, die bei all ihrer Absurdität die Fundamente unserer Arbeit erschüttern könnte, falls sie jemals an die Öffentlichkeit käme. Man stelle sich aber vor, der Mann tut doch nur seine Pflicht. Unsere Aufgabe, meine Herren. Und ich finde es gut, dass ich unsere Runde aus diesem Anlass einmal vollzählig ansprechen kann. Unsere Aufgabe wird es sein, ihm klarzumachen, dass es sich hier mal... Wir lassen bitten. Mein Name ist Trimmel. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin Professor Scheuerlein. Das ist Herr Staatssekretär Jabunk vom Bundesgesundheitsministerium. Herr Oberkirchenrat D. Dr. Jülich. Herr Grams vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Frau leitende Regierungsdirektorin Thienemann von der Hamburger Behörde für Gesundheit. Und Herr Rechtsanwalt Dr. Sauer. Ich bitte meine kleine Verspätung zu entschuldigen. Ich hatte einen kleinen Autounfall. Sie sind nicht der einzige Punkt auf unserer Tagesordnung, Herr Trimmel. Also was liegt an? Ein Mord, das wissen Sie. Und in einem solchen Fall ist die Polizei verpflichtet, sich alle nur erreichbaren Informationen zu beschaffen. Ich bin Ihnen deshalb sehr dankbar, dass sich die Gelegenheit hier ergeben hat. Sie sagten, Sie hätten den nach unserer Ansicht absurden Verdacht, bei der Vergabe von Organen durch den Computer sei möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugegangen? Sie formulieren das etwas überspitzt. Tatsächlich gibt es eine Anzahl von Verdachtsmomenten in dieser Richtung. Als da wären... Herr Tondorf, seine Leiche trug ein Computerprotokoll über eine Organverpflanzung in der Hand. Es hätte auch ein Protokoll über den gerade Verbrauch der Hamburger Schulen sein können, denke ich. Auf dem Protokoll in der Hand der Leiche war ein Professor Becker erwähnt. Einer unserer fähigsten Urologen und Chirurgen. Mit einer Privatklinik. Der einzigen Klinik, die außerhalb einer Universität Nieren verpflanzt hat. Ich kenne Becker persönlich. Er ist ein besessener Arzt, über jeden Zweifel erhaben. Besessen, sagten Sie? Nun ja, besessen. Darf ich Ihnen vorschlagen, Ihre Goldwaage bei der Prüfung meiner Worte wieder einzupacken und Erklärungen mit größerem Gewicht vorzutragen? Wenn Sie Professor Becker kennen, ist Ihnen sicherlich auch Professor Lachnitz ein Begriff. Lachnitz? Natürlich. Er erwähnte Sie. In welchem Zusammenhang? Sehen Sie, ich beziehungsweise die Ermittlungsbehörde im Fall Tondorf. Verdächtigt haben Professor Becker oder ein Lachnitz ebenso wenig wie Sie oder einen von Ihnen oder mich selbst. Aber es ist doch wohl sicherlich unsere Pflicht, einen Mann aufzusuchen, der als einer der engsten Mitarbeiter dieser Organbank gelten kann. Gewiss, gewiss. Bei meinem Gespräch mit Lachnitz, verzeihen Sie, Professor Lachnitz, hatte ich immer den Eindruck, dass er sich mit seiner Meinung nicht ganz im Einvernehmen mit den offiziellen Stellen befindet. Er ist eigenwillig allerdings. Daher kommt wohl also auch mein Name mit ins Spiel. Und daher auch Ihre Theorie. Das ist die Praxis, Herr Professor, die ich hier vortrage. Theorien sehen anders aus. Nämlich? Sie sehen so aus, dass Tondorf verschossen worden ist, weil, ich gebrauche Ihre Worte, bei der Vergabe von Nieren nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Unmöglich. Ganz unmöglich. Sie sehen weiter so aus, dass sowohl Herr Becker als auch Herr Lachnitz in den Verdacht geraten könnten, ich sage könnten, mit solchen Dingen, unregelmäßigen Dingen in Verbindung zu stehen. Das ist schon vom Computer her ganz unmöglich. Die haben doch hinter jedem Arbeitsvorgang einen Kontrollvorgang. So. Wir hatten bisher noch nicht in einem einzigen Fall Grund zur Beanstandung. Sie sanktionieren die Vermittlung durch den Computer aber erst, wenn sie schon erfolgt sind. Ich formuliere es anders. Wir sanktionieren Maßnahmen, die Deutschlands fähigste und gewissenhafteste Fachleute getroffen haben. Das sollte Ihnen genügen, Herr Trimmel. Dann will ich Ihnen aber noch was sagen. Am Abend des Todes von Herrn Tondorf wäre die Leiterin seines Rechenzentrums fast einer mysteriösen Gasvergiftung zum Opfer gefallen. Ach. Heute wäre ich um ein Haar zu Tode gekommen, weil mein Auto versagte. Ja, aber wo sehen Sie denn da um Gottes Willen die Zusammenhänge? Ich bin hergekommen, um Sie um Rat zu fragen. Tja, aber bitte gern. Deshalb sitzen wir ja hier zusammen. Wer war Tondorf? Ein exzellenter Fachmann, hatten wir den Eindruck. Wir raten Ihnen wirklich, aus einer Kette von Zufällen, einer Kette mit allenfalls drei Gliedern, nicht gleich einen Elefanten zu machen. Ich bin Beamter wie Sie, Herr Trimmel. Ich bin der Letzte, der nicht begreifen würde, dass Sie hier Ihre Pflicht tun. Aber ich habe doch den Eindruck, dass Sie sich mit Ihren Theorien etwas übernommen haben.
Schließlich sind wir als Aufsichtsorgan ja gerade deshalb eingesetzt worden, um alle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der sogenannten Ersatzteilchirurgie von vornherein auszuschließen. Tag, Frau Wiegler. Mein Name ist Laum, Kriminalpolizei. Na, alles wieder in Ordnung? Herr Trimmel schickt mich. Ich soll Sie ein paar Tage nicht aus den Augen lassen. Junge, da schminken Sie sich am besten gleich ab. Ist doch in Ihrem eigenen Interesse. Nach dieser merkwürdigen Geschichte. Gasgeschichte, meine ich. Außerdem will es Herr Trimmel nun mal so. Ich möchte doch mal sehen, ob man einen Menschen gegen seinen Willen beschützen kann. Wie Sie meinen. Hansastraße Nord. Unheimlich schön sind die. Wohlbekomm's. Ehrlich, Bertie, du kannst nicht hierbleiben. Wetten doch? Prost. Ich kann es mir nicht leisten, einen zu verstecken, den die Polizei sucht. Ah. Und warum nicht? Zum Beispiel, weil draußen schon einer steht. Was sagst du? Ich stehe sozusagen unter Polizeischutz. Habe ich dir einen Gefallen getan oder nicht? Ja, sicher, aber... Tust du mir jetzt einen Gefallen oder nicht? Erstens, Jill, du weißt genau, ich kann im Moment nirgendwo anders hin. Und zweitens, was kann mir Besseres passieren, als dass du jetzt eine Leibwache hast von der Polizei, wenn sie mich erst recht nicht hier suchen? Soll ich die hier dreimal am Tag füttern? Was soll ich meiner Wirtin sagen? Was ist, wenn ich verhört werde wegen Tondorf? Dann lügst du einfach. Mit der Alten habe ich übrigens schon geredet. Ich mach, was du willst. Ich bin müde. Ich komme schließlich aus dem Krankenhaus und muss ins Bett. Komm gleich mit. Teppich kannst du schlafen. Dass ich mich mit dir eingelassen habe. Notgemeinschaft. Spurstange und Lenkstockhebel sind miteinander verschraubt. Ja, habe ich. Ach, und genau da fehlt die Schraube. Aha. Ja, schönen Dank auch, dass ihr es so schnell untersucht habt. Da war eine Schraube locker an Ihrer Lenkung. Bei hoher Geschwindigkeit ist sie dann von selbst abgefallen. Wann waren Sie denn zuletzt in der Inspektion? Letzte Woche. Der Badeofen. Da kam doch das Gas raus. Und dann lag da dieser schwarze Handschuh. Haben Sie ihn angefasst? Um Gottes Willen, Herr Kommissar. Also, ich reime mir das so zusammen. Als Jill ins Bett ging, da ist jemand ins Bad gekommen und hat die Flamme ausgedreht. Und dann hat er ein Handtuch um die Brause gewickelt und hat wieder voll aufgedreht. Und wegen der Fingerabdrücke, da hat er schwarze Handschuhe angehabt. Und einer davon... Bisschen abenteuerlich, was? Ja, woher soll der Handschuh denn sonst kommen? Kleinen Moment noch. Sagen Sie mal, kann man heutzutage überhaupt noch einen mit Gas umbringen? Nö, vergift nicht. Kann höchstens was explodieren. Im Stadtgas ist heute kaum noch Gift. Da müssen Sie vorher schon Schlaftabletten schlucken und dann den Kopf in die Backröhre stecken oder sowas. Das ist eine Gasvergiftung. Bringen Sie sie mal vorsichtshalber ins Krankenhaus. Sie hat vermutlich Schlaftabletten genommen. Wahrscheinlich eine oder zwei. Ganz harmlose Dinger. Aber in der Kombination schlimmer als das ganze Gas. Trotzdem sollte sie vorsichtshalber ein paar Tage ins Krankenhaus. Man kann ja nicht wissen. Aber wieso kommt da eigentlich sofort die Kripo? Also meine wichtigste Zeugin ist in einem anderen Fall. Mord. Und jetzt sieht das hier auch noch nach Mordversuch aus. Ja, dann würde ich mal auf mich selber aufpassen. Guten Abend. Ja. Lucy? Ist eingefallen wegen Tondorf. Lassen sich vom Computer mal die Daten über Professor Lachnitz geben, hier in Hamburg. Über Nierenverpflanzung.
Sie können anfangen. Umlage, bitte. Schade um den Jungen. Es hätte keinen Zweck mehr gehabt. Professor, da ist jemand von der Polizei. Was will denn der? Ziemlich fertig. Die Operation ist jetzt zu Ende. Er kommt dann gleich. Lach nicht. Trimmel. Bitte sehr. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Nehmen Sie auch einen. Sie arbeiten noch eng mit der Organbank im Hamburger Computerzentrum zusammen, Herr Professor. Von Anfang an, ja. Und wann zuletzt? Heute Morgen. Warte jetzt, ich komme gerade aus dem OP. Sie meinen, Sie haben ehemals eine Leiche in der Niere rausgenommen? Natürlich, wie denn sonst? Kann man die Leiche mal sehen? Natürlich. Aber warum? Nur so. Bitte? Dieser Mann ist bei einem Arbeitsunfall auf der Werft tödlich verletzt worden. Wo sind denn die Nieren hingekommen? Heute in die Uniklinik in Hamburg. Sonst geht's weiter und entsprechend hektischer. Aus Ihrem Krankenhaus sind in den vergangenen Monaten 12 Mal lebensfrische Nieren angeboten und über Computer weitergeleitet worden. Mit diesen hier 13. Sind Sie deswegen hergekommen? Nein. Wegen Tondorf, beziehungsweise wegen seiner Leiche. Herr Tondorf ist tot? Er ist sogar ermordet worden. Irgendjemand mochte ihn nicht mehr leiden. Vermutlich einer, der viel mit ihm zu tun hatte. Ich hatte viel mit ihm zu tun. Wenn Sie es selbst sagen. Sie liegen an der Spitze aller deutschen Kliniken und Krankenhäuser, die über den Hamburger Computer Nieren angeboten haben. Ich habe mich bisher um solche Rekorde nicht gekümmert. Können Sie mir trotzdem Ihre auffällige Vorliebe für Ihre Nierenverpflanzung sagen? Ich verpflanze keine Nieren. Ich löse sie aus den Körpern Verstorbener und stelle sie für die Rettung des Lebens anderer Menschen zur Verfügung. Ist das sehr einträglich? Ich bekomme mein Geld vom Land Hamburg genau wie Sie, Herr Kriminalrat. Hauptkommissar. So ist das weniger. Warum hat man mir im Computerzentrum Ihren Namen genannt, als ich nach Verdächtigen fragte? Bei mir geht es primär um die Entnahme von Organen frisch Verstorbener. Das ist mein Job. Wenn Sie wollen, meine Berufung. Ich pflege nun geduldig zu warten, bis es dem Herrgott oder wem auch immer gefällt, den mir anvertrauten Erdenbürger endgültig abzuberufen. Völlig klar. Allerdings habe ich immer wieder gesagt, sogar in der Öffentlichkeit, dass ich die Richtlinien über den Eintritt des klinischen Todes für zu eng halte. Und gerade Scheuerlein sollte... Wer ist Scheuerlein? Professor Scheuerlein. Unter anderem Aufsichtsrat für die Organvergabe. Gerade Scheuerlein habe ich das immer wieder gesagt. Vielleicht haben Sie daher Ihren abstrusen Verdacht. Ich habe bis jetzt weder mit Scheuerlein noch mit sonst jemandem vom Aufsichtsrat gesprochen. Es ist doch so. In diesem Jahr dürften in der Bundesrepublik 100 Nieren verpflanzt worden sein. Aber bei 2000 Menschen wäre eine Verpflanzung lebensrettend gewesen. Es gibt doch künstliche Nieren, Dialyseapparate. Naja, es gibt ein paar hundert, aber es müsste einige tausend geben. Jede dieser Kunstnieren kostet über 30.000 Mark. Und was sind bei uns 90 Millionen, die man brauchen würde, um genügend viele Kunstnieren herzustellen und aufzustellen? Ein paar Starfighter im Zweifelsfall. Wenn Sie das einmal begriffen haben, diesem Punkt bin ich längst am Ende meiner Wissenschaft. Außerdem ist nach 10 bis 12 Jahren die Möglichkeit, Kunstnieren anzuwenden, erschöpft. Dann hilft nur noch die Verpflanzung. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich gut schießen? Ach, Sie glauben, ich gehe auf die Jagd und schieße mir meine Nierenspender zusammen? Ich habe ja nur gefragt. Ich bin Mitglied des Bundes gegen den Missbrauch der Tiere. Die nehmen nicht mal jemanden, der an eine Schießbude geht. Ich kann gar nicht schießen. Ist ja gut, Herr. Und bei Ihren Nierenentnahmen, hatten Sie da eigentlich immer das Einverständnis der... Der Spender? Richtig. Ich kann es Ihnen schriftlich geben. Helfen Sie da manchmal auch ein bisschen nach? In der Regel sind die Leute vernünftiger, als Sie mir die anfragen. Ich hatte sogar mal einen Patienten, der gehörte zu einer Sekte, bei der die Leichenöffnung strikt verboten ist. Aber selbst der sagte, wenn ich damit jemandem helfen kann... Bei Ihnen ist also alles vollkommen in Ordnung.
In zwei Fällen habe ich es mir nachträglich besorgt. Und in diesem Fall habe ich noch kein Einverständnis. Aber ich werde es mir in den nächsten Stunden beschaffen. Vielleicht komme ich noch mal.